Unser lieber Vater, wir sind so dankbar, dass wir in dieser Zeit, in der wir leben, dich kennen dürfen. Dass wir eine Ausrichtung haben, dass du uns den Weg weist durch den Geist, der zur Gemeinde spricht. Herr, hilf uns, öffne uns die Ohren, dass wir hören, wie Jünger hören. Und öffne uns auch den Mund, dass wir nicht nur für uns konsumieren und die Wahrheit in uns aufnehmen, sondern dass wir zu Quellen werden, aus denen anderen Menschen trinken können. Hilf uns bitte, Herr, dass wir in diesem Nachmittag diese Zeit, die wir gemeinsam jetzt im Gebet, im Studium verbringen, dass diese Zeit zum ganz besonderen Segen für uns wird, persönlich, für unsere Familien, unsere Kinder, die da sind und auch für uns hilfreich ist, zu wissen, was zu tun ist jetzt in dieser Phase der Weltgeschichte, um vorbereitet zu sein, wenn du wiederkommst. Das ist unsere Bitte, Herr, und wir wissen, dass du über unsere Bitten hinaus gerne gibst. Darauf vertrauen wir und danken dir für den Heiligen Geist, den du denen versprochen hast, die darum bitten. Das tun wir, weil wir wissen, dass wir abhängig sind von ihm und wollen jetzt lauschen und studieren und bereit sein, dass dein Wort lebendig wird und du unter uns, auch wenn nicht mit Augen, aber trotzdem in deinem Wort sichtbar wirst und hörbar. Dafür wollen wir dir herzlich danken und dich einladen, jetzt bei uns zu sein. Amen. Gut. Ja. Wer Ohren hat, der höre, ist so unser Generalgedanke, an dem wir uns lang bewegen. Und wir wollen heute Nachmittag meines Erachtens ein ganz, ganz spannendes Thematik erarbeiten anhand von Bibeltexten über das Bereitsein. Wir haben gerade gesungen, Brüder, lasst uns vorbereiten. Und ich hoffe und das bete ich, ich habe es gerade gebetet, dass jeder von uns daraus etwas nehmen kann, dass wir wissen, was zu tun ist jetzt. Ich glaube, dass Jesus bald kommt. Ich bin dankbar, dass ich das, seit ich Adventist bin, glauben darf. Aber je länger die Zeit vergeht, je älter ich werde, desto überzeugter werde ich davon, dass er bald kommt. Und ich freue mich darauf. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite frage ich mich manchmal, ob wir, was das Thema Wiederkunft betrifft, nicht oftmals das zu leichtfertig auf die Schulter nehmen. Was ich damit meine, werde ich gleich zeigen. Wir haben in anderen Bereichen unseres Lebens, gibt es für uns Vorbereitungszeiten, Ausbildungsphasen, Einführungsphasen, egal was es ist, Berufe. Es gibt, ist mir aufgefallen, für die wichtigsten Bereiche des Lebens seltsamerweise kaum Vorbereitungsphasen. Was ich meine ist, ich habe einen Beruf gelernt, zwei Berufe gelernt, bevor ich studiert habe, und da muss man 3 Jahre lernen, um diesen Beruf tätig sein zu können, um einen bestimmten Beruf, Berufsbezeichnung tragen zu dürfen. Da haben wir manchmal 3 Jahre, für ein Studium brauchen wir 4, 5, 6 Jahre, Medizinstudium 6 Jahre und noch länger für Fachbereiche. Wir haben so viel Vorbereitung in unserer Gesellschaft für bestimmte Dinge, wo wir voraussetzen, dass man darauf vorbereitet ist, was man tut. Und bei manchen Sachen, wo ich mir denke, das sind eigentlich die entscheidenden Dinge des Lebens und der Gesellschaft, da gehen wir rein und sagen, das wird schon irgendwie. Und so ist es zum Beispiel auch mit Ehe. Ich meine, wir machen Führerscheine, wir machen alles Mögliche und bereiten uns darauf vor. Aber oftmals, ich denke jetzt gerade zum Beispiel die Ehe, da denken wir, ich brauche nur den richtigen Partner und dann läuft es. So dachte ich auch mal. Und dann habe ich gemerkt, hoppla, da gibt es vieles, was ich verlernen muss. Was als Single nicht auffällt, weil du alleine bist. Aber wenn man zu zweit ist, dann kommen Sachen zum Tragen, die hast du niemals gewusst über dich. Und da haben wir keine Vorbereitungsphasen, weil wir davon ausgehen, dass wir das einfach können.
Und dann gibt es auch die Sache des Christseins, der Nachfolge, von der wir denken einfach, ich tue es einfach, das wird schon irgendwie gehen. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir schon irgendwie, wird er das machen, dass wir bereit sind, wenn er kommt. Das ist so ein bisschen blauäugig und ich werde es euch zeigen anhand von einem Bibelstudium, dass wir gut daran tun, das zu erarbeiten für uns, dass es Voraussetzungen gibt, die die Wiederkunft für uns zu einem Ereignis machen, wo wir sagen, das ist er, auf den wir gewartet haben. Und nicht sagen, Berge fallt auf uns und verbergt uns vor dem, Lamm und seinem Zorn. Ich möchte einen Text lesen, der unser Leitfaden sein wird über das, wie Gott sein Volk vorbereitet auf seine Wiederkunft. Und ihr werdet euch wundern, weil dieser Text bestimmt bisher noch nie in euren Kopf kam in Bezug auf Vorbereitung, weil dieser Text gar nicht in Bezug auf die Wiederkunft geschrieben ist. Ich möchte mit euch lesen Sprüche 20, Vers 9. Sprüche 20, Vers 9. Habt ihr es? Ist eine Frage. Wer von uns kann sagen, ich bin rein in meinem Herzen und rein geworden von meiner Sünde? Ist eine Frage. Wer kann das von uns sagen? Und wir werden gleich sehen, dass die Frage der Reinheit und der Reinigung überhaupt das Thema ist, was die Wiederkunft betrifft in Bezug auf Vorbereitung. Denn es gibt Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Und es gibt Dinge, die können wir beeinflussen. Meistens machen wir uns Gedanken über die Dinge, die wir nicht beeinflussen können und kümmern uns darum. Und die Dinge, die Gott uns überlassen hat, dass wir darüber Verantwortung übernehmen, die geben wir entweder ab oder denken, es ist Gottes Sache. Wenn wir in die Geschichte gehen, dann haben wir ein Fundus an Lehrmaterial, an Ereignissen, die uns helfen, diese Zeit jetzt zu verstehen und richtig einzuordnen. Zum Beispiel ein Ereignis, das für mich eines der wichtigsten Ereignisse ist in der Bibel, die etwas darüber lehren, was vor der Wiederkunft Gott vorhat mit seinem Volk. Und das ist der Auszug aus Ägypten. Das ist nicht nur meine Überzeugung, dass dieser Auszug aus Ägypten und ihre Wanderung durch die Wüste bis an die Grenzen Kanaans ein wichtiges Lehrbuch sind, sondern der Paulus sagt es auch. In 1. Korinther 10, Vers 11, da sagt er, ihr kennt den Text, all dies, also was in der Wüste dort geschah, widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Ich bin in 1. Korinther 10, Vers 11. Also Paulus macht hier ganz deutlich, dass das zwar eine wichtige Aufzeichnung ist, geschichtlich, dass wir sehen, was damals passiert ist, geschichtliche Dokumentation, aber er sagt, und das mag man kaum glauben, aber es steht dort, es wurde in erster Linie für die letzte Generation vor der Wiederkunft geschrieben. Steht wortwörtlich dort. Es ist für die geschrieben als Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Das heißt, hier in der Wüstenwanderung steckt etwas drin, was existenziell wichtig ist für uns, die wir vor der Wiederkunft leben. Und da wollen wir einfach mal ein bisschen reinschauen. Im Buch Patriarchen und Propheten lesen wir einen Kommentar, den möchte ich gerne euch weitergeben. Ich lese aus Patriarchen und Propheten 2,67, wer sich das notieren will. Hört mal, die mannigfaltige Erfahrung der Hebräer war eine gute Vorschule auf die verheißene Heimat in Kanaan. Gott möchte, dass sein jetziges Volk demütig und lernwillig auf die Prüfungen zurückschaut, durch die das alte Israel ging und darin eine Belehrung für die Vorbereitung auf das himmlische Kanaan erkennt. Zitat Ende. Sie sagt ganz klar,
Das, was diese Geschichte transportiert, was die Israeliten erlebt haben, beim Auszug und vor allem durch die Wüste bis zur Grenze Kanaans, sagt sie, das ist die Belehrung, die wir brauchen als Vorbereitung für die Wiederkunft. Mit anderen Worten, ich ziehe daraus mal eine Schlussfolgerung, wenn ich das richtig verstehe, wer die Geschichte durch die der Wüstenwanderung nicht richtig versteht, was da passierte und wie Gott dort die Menschen durch Prüfungen vorbereitet hat auf Kanaan, kann nicht vorbereitet sein auf die Wiederkunft. Das ist, was ich verstehe hier. Das zeigt, welche Bedeutung dieses Ereignis hat und wie wichtig und wie viel Zeit wir verbringen sollten mit diesem Ereignis. Ich weiß, es ist nichts Neues. Keiner sitzt hier wahrscheinlich drin und hat noch nie was über die Wüstenwanderung gehört. Das glaube ich nicht. Aber die Frage ist, studieren wir es immer wieder von verschiedenen Blickwinkeln aus und sehen da drin plötzlich Lehren, die uns helfen, vorbereitet zu sein. Mit anderen Worten, der Bericht vom Auszug der Wüsten und der Wüstenerfahrung beinhaltet lebenswichtige Lehren für die Gemeinde der Übrigen und wurden für uns zum Heil aufgezeichnet. Und es gibt hier zwei große Auszugsbewegungen, wenn ich in die Bibel schaue, von der die Bibel schreibt, die typologisch miteinander verflochten sind. Die eine, das wissen wir, das ist der Auszug aus Ägypten, in der Vorbereitung, dass sie das Land Kanaan einnehmen, dass Gott ihnen verheißen hat, das ist der Typos, in der Theologie nennt man das Typos, das ist kein jetzt, ist ein einfaches Wort, das auch in der nicht-theologischen Literatur vorkommt. Typos meint nichts anderes als, also in der außerbiblischen Literatur würde das benutzt, das Wort, zum Beispiel bei Königen, die einen Siegelring haben und ein Siegel ins Wachs drücken, dann kommt dieses Wort vor, Typoi. Oder Typos im Singular. Und das ist also der Abdruck von einem Original. Und hier sehen wir, wie in der Geschichte damals etwas passierte, das in der Zukunft seine Realität findet. So wie das Lamm und Christus, auch typologisch verbunden. Und da gibt es viele in der Bibel. Und bitte macht es euch zum Studium. Ich meine es ernst. Es gibt so vieles, was man lernt im Studium von Typologien. Da lernt man so viel, das ist unglaublich, was für ein Stoff da drin steckt in Schatten und Realität, wie das sich bedingt und was man daraus lernen kann aus diesem Schatten, also aus dem Typos, wie er sich im Antitypos dann realisiert. Und dann gibt es in der Bibel die zweite Auszugsbewegung, das sage nicht ich, das können wir aus der Bibel herauslesen, und das ist die Adventbewegung, die von Gott in Offenbarung 12 in die Wüste geführt wird, und dann zu einer bestimmten Zeit aus der Wüste heraustritt, vorbereitet wird für ihren Auftrag erfüllt unter den Heidennationen und dann letztendlich nach Kanaan geht. Kanaan, Typos für den Himmel, die neue Erde. Und das ist spannend, Leute, das ist extrem spannend. Also das heißt, Typos und Antitypos zusammen stellen den heilsgeschichtlichen Rettungsplan dar. Und den wollen wir ein bisschen uns näher anschauen. Also, die Gefangenschaft der Sünde helft mir. Machen wir das zusammen ein bisschen. Typus, Antitypus. Ihr seid ja, ich meine, vieles muss ich euch gar nicht sagen, da könnt ihr selber Predigten halten. Die Gefangenschaft in Ägypten, Typus, was ist das Gegenstück? Und bitte nicht flüstern, weil ihr dürft ruhig sprechen, laut, deutlich. Richtig. Woher wissen wir das? Dass es die Gefangenschaft in der Sünde bedeutet? Nein, es ist nicht die Offenbarung. Es ist Johannes 8, wo ganz deutlich steht, ihr wisst ab Vers 31, wo steht, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann geht er weiter und sagt, wer die Sünde tut, Vers 34, wer die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Oder ein anderer Text, wo Paulus sagt, wem ihr euch unterordnet und zu Knechten macht, dem müsst ihr dienen. Sei es der Sünde zur Ungerechtigkeit oder der Gerechtigkeit zum und so weiter. Ihr kennt das. Also das ist nicht erfunden, sondern das sind Muster, die in der Bibel sind, die ein Auslegungsschlüssel sind, um zu verstehen, was Gott vorhat vor der Wiederkunft. Und wenn wir diese Schlüssel nicht haben, diese typologischen
Bilder, die ineinander verzahnt, die ineinander greifen, können wir nicht wirklich verstehen, was vor der Wiederkunft Gott vorhat mit uns. Oder zum Beispiel die Tyrannei des Pharaos, Typus. Was ist der Antitypus dazu? Ich lasse euch nicht ziehen. Was ist das Gegenstück dazu? Der Antitypus. Natürlich, Pharao spielt die Rolle Satans. Ich lasse euch nicht gehen. Wer ist denn euer Gott? Ich bin Gott hier in Ägypten. Das ist mein Territorium. Wer ist denn schon euer Gott? Und Gott muss ihn demütigen. Und das ist ein Bild im Antitypus für Satan, der die Gläubigen nicht ziehen lassen will aus der Knechtschaft der Sünde. Die dürfen ruhig an Gott glauben. Die Hebräer durften auch an Gott glauben in Ägypten. Aber sie durften nicht raus aus der Knechtschaft. Dagegen hat Satan was. Er hat nichts dagegen, dass du Adventist bist und glaubst, aber er hat was dagegen, dass du die Sünde überwindest und dass du rausziehst aus der Knechtschaft der Sünde, aus der Abhängigkeit, dass die Sünde Macht über dich hat. Da hat was Satan dagegen. Dann gibt es dort den Mose, der geschickt wird, um das Volk rauszuführen. Typus, was ist der Antitypus? Natürlich. Mose sagte einem Propheten, wie mich wird der Herr euch senden, den sollt ihr hören. Mose ist der Typus für Jesus Christus, der kommt und der Schlange den Kopf zertritt, so wie Mose seine Schlange, die Schlange des Pharaos gefressen hat und gezeigt hat, wer der Schöpfer ist. Und Jesus kam wie Mose und er hat sein Volk befreit, alle die raus wollten aus der Knechtschaft. Gott hat nie geplant, es war nie Gottes Plan, dass Israel, sein Volk, 40 Jahre lang, ich hoffe, das wisst ihr, es war nie Gottes Plan, dass 40 Jahre lang Israel durch die Wüste wandern sollte. Er hatte ihnen nämlich verheißen, dass er sie auf direkten Weg führen wollte. Ich habe mal ausgemessen, wie viele Kilometer das sind, während sie direkten Weg gegangen sind, 360 Kilometer. Das ist von hier nach München. München, knapp hinter München eben dahin. Von mir aus wäre es ungefähr nach München, knapp 400 Kilometer von uns aus. Also damit ihr eine Vorstellung habt, das ist schon ein Stückchen, aber es sind nicht 40 Jahre. 360 Kilometer kann man gut hinkriegen. In einigen Wochen, wenn man Kinder und Tiere dabei hat, in einigen Wochen kriegt man das hin. Also das war Gottes Plan, so schnell wie möglich zum Ziel, nicht immer auf kürzesten Weg, aber so schnell wie möglich. Denn ihr wisst, in der Bibel steht, dass Gott sagt, er hat sie einen Umweg gehen lassen um die Philister herum, damit sie nicht entmutigt werden. Also nicht auch, es ist so eine wichtige Botschaft da drin, was jetzt nicht mein Thema ist. Aber wenn du auf dem Weg merkst, dass es manchmal länger dauert mit deinen Gebeten für eine Person, für Kinder, die nicht mehr zum Glauben finden oder nicht mehr in die Gemeinde kommen, oder wenn du für irgendwas betest und du merkst, da passiert scheinbar nichts. Glaub bloß nicht, dass das so ist, dass immer nie was passiert. Gott geht manchmal nicht den kürzesten Weg, sondern den besten Weg. Das sieht man dort, als er sie um die Philister herum. Aber das war eine relativ überschaubare Umweg. Das waren aber keine 40 Jahre. Ich lese euch mal was vor aus Ausgewählte Botschaften, Seite 68. Ein paar inspirierte Gedanken dazu. Es entsprach nicht dem Willen Gottes, dass Jesu Wiederkunft verzögert werden sollte. Gott hatte nicht vorgesehen, sein Volk 40 Jahre durch die Wüste wandern sollte. Er wollte sie auf direkten Weg ins Land Kanaan führen, um dort als heiliges, gesundes und glückliches Volk zu leben. Merkt euch mal diese Aspekte. Sie sollten nicht einfach dort leben und immer genug zu essen haben. Satt, Milch und Honig fließt da. Und was denkt man? Milch und Honig fließt da. Ah, da gibt es immer genug zu essen. Das war nicht das erste Ziel, sondern sie sollten was sein? Heilig, Thema, voriges Thema, gesund und glücklich sein.
Denen, ich lese weiter, denen es aber zuerst gepredigt worden war, die konnten nicht hineinkommen, jetzt zitiert sie Hebräer 3, Vers 19, wegen ihres Unglaubens. Ihre Herzen waren mit Murren, Auflehnung und Hass erfüllt. Und so konnte der Bund an ihnen nicht erfüllt werden. Jetzt festhalten, Markierer nehmen in euren Gedanken, weil ihr habt ja nichts zum Anstreichen. Unglaube, Weltlichkeit, Profanität, unser Thema heute Morgen gewesen, das Gegenteil von Heiligkeit, mangelnde Hingabe und Streit unter Gottes bekennendem Volk haben uns so viele Jahre in dieser Welt der Sünde und Sorge verweilen lassen. Es entspricht nicht dem Willen Gottes, dass Jesu Wiederkunft auf diese Weise verzögert werden sollte. Was heißt, sie wurde verzögert? Wir leben jetzt in der Verzögerung. Sonst wäre er schon lang da. Ich sage jetzt mal, auch wenn es sich das komisch anhört, ich bin Gott dankbar, dass er die Winde bisher zurückgehalten hat, weil viele von uns, unseren Verwandten, Kindern, noch nicht bereit sind. Aber das wird nicht immer so weitergehen. Gott wird die Zeit nicht ewig anhalten oder die Winde nicht ewig zurückhalten, Offenbarung 7, für jeden, der noch irgendwo, vielleicht doch noch. Irgendwann ist ein Punkt, wo ein Schnitt passiert und wo jeder sich entscheiden muss, egal, sei es zum Leben oder zum Tod. Und dann noch hier ein kurzes Zitat aus einem Brief, der Brief 184 von 1901, da sagt sie in einem Satz Ähnliches, sie sagt, aufgrund seines Murrens und seiner Auflehnung wurde das Volk Israel 40 Jahre vom Land Kanaan ausgeschlossen. Dieselbe Sünde hat den Eingang des modernen Volkes Israel ins himmlische Kanaan verzögert. Welche Sünde? Habt ihr es euch gemerkt? Unglaube, Weltlichkeit, mangelnde Hingabe und Streit. Das heißt, was sie hier macht, ist als Auslegerin, Bibelauslegerin, wir sehen hier, sie macht das Gleiche, was wir gerade vorhin gemacht haben. Sie macht eine Typologie zwischen den Ursachen der Verzögerung und den Ursachen der Verzögerung vor der Wiederkunft. Und das ist wichtig für uns, weil wir oftmals darauf schauen, ja, was ist es da in der Welt, die Weltlichkeit, die anderen Christen, die nicht alle 10 Gebote annehmen wollen oder was auch immer. Aber wir haben uns vielleicht selten überlegt, ob ich dazugehöre, der die Wiederkunft aufhält. Schon mal überlegt den Gedanken? Ob ich einer von denen bin, von denen es heißt in 2. Petrus 3, Vers 8, wo er sagt, der Herr verzieht nicht seine Verheißung, wie es manche dafür halten, sondern er hat Geduld mit euch, damit niemand verloren gehe. Wen spricht er an? An wen hat Petrus damals geschrieben? Quizfrage. An wen ist 2. Petrus geschrieben, der Brief? Steht direkt am Anfang des Briefes. Da führt er sich ein und sagt, ich Petrus, und dann sagt er, an wen er schreibt. Schaut mal nach. An wen schreibt denn der Petrus? An die Heiden, an die Kanaaniter, an die Midianiter. Er schreibt an die Gemeinde und er sagt sogar, wo im Brief, an welche Gemeinden. Er zählt sie sogar auf. In Kleinasien, sagt er. Das sind die 7 Gemeinden. Er schreibt seinen Brief an die Gläubigen auf Deutsch. Er schreibt sie an die damaligen Adventisten. Haben die an die Wiederkunft geglaubt, zu der Zeit, als Petrus den Brief schreibt, ja oder nein? Natürlich, das ist das Thema von 2. Petrus 3. Könnt ihr schauen oben, wo er über die Spötter redet, die sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Es geht ums Thema Wiederkunft bei diesem Kapitel. Und dann sagt er, Leute, ihr täuscht euch. Gott verzieht ihn nicht, sondern er hat Geduld mit euch. Er redet nicht von den Heiden. Er sagt, ihr seid der Grund, warum es zu einer Verzögerung kommt. Deswegen sage ich euch. Und dann kommt diese Frage in Vers 10 und 11. Da sagt er, Fadenriss, ich kenne den auswendig. 2. Petrus, das muss ich nachschlagen, ist ja auch keine Schande. Vers 11, da nun dies alles aufgelöst wird, er spricht vom Vers 10 mit dem, dass der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht,
dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente werden vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch Heiligenwandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihn ergreift, an welchem die Himmel in Glut sich auflösen und die Elemente von Hitze zerschmelzen werden. In einer anderen Übersetzung, in meiner Luther steht normalerweise, da steht, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel? Er bringt meine persönliche Denk und mein Denken und mein Leben, bringt Petrus hier direkt in Verbindung mit der Verzögerung, mit der Vorbereitung auf das. Und er sagt, Leute, wenn das alles so, die Bibel schreibt, dass es alles verbrannt wird, alles vergehen wird, ziehen wir dadurch Rückschlüsse auf unser Leben und sagen, können wir bestehen? Ich interpretiere das jetzt nur. Können wir bestehen? Sind wir feuerfest? Auf Deutsch gesagt, das ist das Thema, was er hat. Er sagt, das verbrennt alles. Seid ihr feuerfest? Das war in Babylon die große Frage, als Asaria, Michael und Anania im Ofen waren. Da war die Frage, sind die Leute feuerfest? Und das ist hier das große Thema. Und das soll unser Thema auch sein. Und vor allem wollen wir uns jetzt einen Aspekt anschauen, und zwar, na logisch, den Teil der Wüstenwanderung, der direkt vor dem Übertritt über der Grenze sich beschäftigt. Warum? Weil wir da am meisten lernen für die Phase kurz vor der Wiederkunft, was da passiert. Und ihr werdet gleich sehen, wenn ihr typologisch denkt, wie frappierend die Parallele ist zu heute. Es ist unfassbar. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das lese. Frappierend. 1:1. Man muss es aber typologisch verstehen. Dann sieht man es wie ein Film vor sich. Mensch, das ist unsere Geschichte, was da steht. Aber 1:1. Es ist spannend. Und zwar, was passierte damals? Ihr könnt ja schon mal aufschlagen, aber wartet noch kurz. Ihr wisst, wo es ist, wo das zu finden ist. Es ist 4. Mose, Kapitel 13 und 14. Wir werden aber nicht die ganzen zwei Kapitel lesen, sondern nur Ausschnitte daraus. Was war damals geschehen? Habt ihr euch mal einfach mal so runtergebrochen mit euren Worten? Nicht, was da steht und wie und was theologisch, sondern mit euren Worten selber formulieren, was ist damals passiert? Warum konnten die nicht rübergehen? Die standen da nach ein paar Wochen vor der Grenze und sie konnten nicht rübergehen. Was ist da passiert? Okay. Angst bekommen, genau, das ist die Geschichte mit den Kundschaftern, wissen wir, wir sind Bibelstudenten. Sie haben nicht vertraut auf Gott, richtig. Ja, richtig, ihr erzählt jetzt lauter Sequenzen daraus, das ist richtig, sie haben sich gesagt, gehen wir doch wieder nach Ägypten und so. Okay, kommen wir auch noch drauf, sehr guter Gedanke. Da kommen wir gleich noch drauf, es geht auch da um Fragen, wie kommt man zu einer Entscheidung? Sie haben ohne Gott gerechnet. Bitte? Sie haben die Rechnung ohne Gott gemacht. Okay. Sie haben einfach, obwohl sie das, was sie gesehen haben sie nicht vertraut und haben eher auf sich und nicht auf Gott geguckt. Okay. Andere Menschen geschaut. Ja. Leute, sammelt diese Sachen, ihr könnt selber darüber eine Predigt halten, ganz im Ernst. Macht das. Studiert es. Ich möchte es noch einfacher formulieren, völlig untheologisch. Ich habe mal versucht, für mich das so weit runterzubrechen, dass es absolut auf die unterste Ebene kommt, was damals passiert ist. Was war die Ursache, was war der springende Punkt an allem, warum das sich so entwickelt, wie es sich dann vor der Grenze entwickelt. Und zwar gab es eine unterschiedliche Sichtweise. Es war eine Spaltung im Volk über die Sichtweise, ob, und jetzt merkt das gut, ihr denkt ja jetzt gerade heute Nachmittag typologisch auf zwei Ebenen gleichzeitig. Es war eine unterschiedliche Sichtweise darüber, ob es möglich ist,
das Land einzunehmen oder nicht. Und jetzt bitte ich euch, denkt parallel, typologisch. Damals war es die unterschiedliche Sichtweise, können wir das Land einnehmen? Antitypisch heißt das was? Wann kann jemand den Himmel einnehmen, das himmlische Kanaan? Was muss überwunden werden? Raus aus Ägypten, durchs Meer. Paulus sagt, das Meer war Symbol für was, typologisch? Er sagt, sie sind alle auf Mose getauft worden, im 1. Korintherbrief. Das ist die Taufe, das heißt, die kommen raus aus der Knechtschaft von Satan, werden durch die Taufe geführt, durchs Meer. Und jetzt gehen sie, jetzt kommt die Arbeit, wo Gott an ihrem Charakter arbeitet, die Heiligung. Jetzt fangen sie an, unter Gottes Einfluss wieder zu lernen, was es heißt, Gottes Volk zu sein. Was es bedeutet, gehorsam zu sein, dann sollt ihr Holz sammeln, dann nicht. Sie sollten den Sabbat wieder halten können, denn die haben den Sabbat zwar gehabt, aber sie konnten ihn nicht mehr verstehen und nicht mehr feiern. 400 Jahre. Das Vertrauen zu Gott verloren. Okay, hatten wir schon mal einmal, aber wir kommen gleich drauf. Und jetzt denkt gleich parallel. Was bedeutet es antitypisch im Kontext des Neuen Testamentes vor der Wiederkunft? Was bedeutet es, ungleicher Sichtweise darüber zu sein, ob es möglich ist, den Himmel einzunehmen? Spannend. Ich sage euch, das ist so spannend. Gehen wir rein in den Text. Die 4. Mose 13. Lass uns reingehen dann. Direkt am Text, das ist einfacher zu sehen. Ich gehe das bitte nicht ganz durch. Ich möchte nur wesentliche Aspekte kurz rausgreifen, weil ihr den Text kennt und ihr könnt es für euch vertiefen. Aber ein paar Verse möchte ich in einem Stück lesen, damit der Kontext wieder lebendig wird. Und für die, die das vielleicht noch nie gelesen haben. Wir wissen, was geschehen war. Es werden Kundschafter ausgesandt von Mose, 10 Stück an der Zahl. Und sie sollen letztendlich vorausgehen und ihr Plan, der Plan war, dass sie das bestätigen sollten, als Augenzeugen bestätigen sollten, was Gott sowieso schon gesagt hat. Gott hat gesagt, ich führe ein Land, ihr werdet es einnehmen, ihr werdet die Feinde, die Heiden um euch her vertreiben und so weiter. Sie sollten ja als heiliges, gesundes und glückliches Volk dort leben. Das war der Auftrag. Und jetzt kommen die zurück und da steigen wir ein. Und wir hetzen nicht durch, sondern wir schauen uns die Elemente, die entscheidend sind, typologisch ganz genau an. Jetzt kommen sie zurück ab Vers 26. Nein, 25. Lesen wir mal ab 25, bitte. Und nachdem sie das Land 40 Tage lang ausgekundschaftet hatten, kehrten sie zurück. Und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm und sprachen, Vers 27, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest. Und es fließen wirklich Milch und Honig darin. Und dies ist seine Frucht. Bestätigung, was Gott gesagt hat. Gott wird das Zeugen, das, was Gott versprochen hat, die Verheißungen werden bekräftigt und bestätigt. Nächstes Wort. Aber. Und ich sage es jetzt gleich, weil die Zeit rennt immer so. Deswegen sage ich jetzt gleich, was ihr parallel gleich mitdenkt. Jetzt braucht ihr eine dritte Ebene. Typos, Antitypos und die dritte Ebene kommt mit mir zurück zum Sündenfall. Was war der Weg, den Satan Eva geführt hat? Am Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Was war der erste Schritt? Zweifel. Und jetzt pass auf, genauso, exakt genauso geht Satan mit Jesus in der Wüste um.
als er als Engel des Lichts auftaucht. Das Erste, was er macht, ist Zweifel. Und ich verrate euch jetzt nebenbei unter vorgehaltener Hand. Es gibt keine andere Methodik. Satan hat nur eine Methodik drauf. Er hat keine andere. Und wenn ihr das versteht, sein Vorgehen, wenn ihr die Anatomie der Rebellion versteht, könnt ihr ihn immer entdecken. In jedem Buch, in jedem Artikel, in jedem Vortrag, in allem könnt ihr ihn entdecken, wo er sich versteckt. Sei es hinter einer Schlange, sei es hinter einem Engel des Lichts in der Wüste bei Jesus, sei es in einem Vortrag oder ob er sich als Engel des Lichts sonst wie versteckt. Ihr werdet ihn immer erkennen können, weil er niemals, niemals in der ganzen Bibel alles, was über Satan steht, immer, nur, ausschließlich diese drei Schritte geht. Niemals anders. Und die waren so erfolgreich, die drei Schritte, dass er der Meinung ist, damit wird er auch die letzte Generation zu Fall bringen. Nebenbei, im großen Kampf steht wörtlich drin, dass so wie die Sündenfall begonnen hat, die Tragödie, so wird die Weltgeschichte enden, mit derselben Tests, mit exakt denselben Tests. Und dann versteht ihr, warum es so wichtig ist, wenn sie sagt, wir haben nichts für die Zukunft zu fürchten, es sei denn, dass wir vergessen, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat und seine Lehren. Zitat Ende. Und jetzt, aber, das stimmt, ja, Gott hat gesagt, aber. Das Volk, das in dem Land wohnt, ist stark und die Städte sind sehr fest und groß und wir sahen auch Söhne Enaks dort. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev, die Hethiter, Jebusiter, Amoriter und wohnen im Bergland und die Kanaaniter am Meer und entlang des Jordan. Okay, erster Punkt, haltet euch fest und markiert es in eurer Bibel, wenn ihr wollt. Zweifel. Was hier jetzt kommt in den nächsten Versen, ist ein wiederholter Versuch des Sündenfalls. Vielleicht sage ich es gleich. Jede Sünde, jede Versuchung, wo Satan einen Menschen versucht, dass er zur Sünde geführt wird und verleitet wird, jede Sünde, jede Niederlage gegenüber einer Versuchung geht immer nach demselben Muster. Es gibt nichts anderes, es gibt nur dieses Muster. Das Wort Gottes in Frage stellen, was ist das Gegenteil davon? Was ist das Gegenteil von Zweifel? Vertrauen in Gottes Wort. Es ist übrigens gleich die Medizin dazu. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt und meldet sich der Kaleb zu Wort. Und er beschwichtigt das Volk gegenüber Mose und sprach, und wer die vorigen Kapitel gelesen hat, wird sehen, Kaleb wiederholt eins zu eins die Worte Gottes. Der erfindet nicht mal selber was. Das ist nicht mal seine eigene großartige Wortschöpfung, sondern mit kleinen Veränderungen ist es genau das, was Gott ihnen versprochen hat. Was ich sagen will ist, Kaleb zitiert die Bibel als Lösung. Er beschwichtigt das Volk, indem er nicht einen langen sagt, oh, und dies und je, nee, Beweisführung und guckt auf die Trauben und so. Der sagt, Leute, er wiederholt jetzt die Worte Gottes. 30. Er beschwichtigt das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen. Denn wir werden es ganz gewiss bezwingen. Was ist das? Genau das Gegenteil. Ermutigung. Vertrauen. Gott hat recht, er hat gesagt, wir gehen da rein und wir werden diese Feinde bezwingen. Lasst uns tun. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Wie nennt man das? Vers 31, wie nennt man das? Angst, gut. Unsicherheit. Aber was ist das? Nicht was die Ursache, was ist es, was die sagen? Vers 32 steht es, was es ist. Es ist ein? 32, und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen, oder Luther sagt, sie brachten ein Gerücht auf. Was ist ein Gerücht? Eine Lüge! Bingo! Zweifel? Sollte Gott gesagt haben. Lüge! Ihr werdet keinesfalls des Todes sterben. Wir können keinesfalls das Land einnehmen.
Das ist eine Lüge. Sie sind stärker als wir. Eine Lüge. Seht ihr das, was hier Satan macht? Das gleiche wie im Eden. Er hat nichts anderes drauf. Er hat nur diese eine Methode. Zweifel, dich schwächen, dich destabilisieren, in deiner Statik, in deiner Glaubensstatik destabilisieren. Noch nicht die Lüge, sondern dich erst destabilisieren. Und wenn du destabilisiert bist, dann kommt die Lüge. Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. In der Wüste, in der Turkana-Wüste, bei dem Stamm Turkana, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, wisst ihr, was da passiert? Wir haben da Evangelisationen in verschiedenen Manyatas gemacht, so Siedlungen. Ich habe davon schon mal erzählt, ich erzähle das aber jetzt nicht nochmal, was anderes. Und Gott hat so gesegnet, er hat so viele Leute zur Entscheidung geführt. In Natundun, wo wir jetzt das Zentrum gebaut haben, gibt es jetzt über 200 getaufte Adventisten. Und die stehen gut, das sind gute Leute. Echt, wenn die Turkanas was angenommen haben, die sind nicht so leicht von was abzubringen. Und wir haben Evangelisation gemacht. Und in einem Dorf, in einer Manyata-Siedlung, gerade den Namen vergessen, wie sie heißt. Da gab es eine katholische Kirche. Und ist interessant, was der Satan sich da einfallen lässt. Die Ungläubigen, also die Animisten, da hat der Teufel ihnen ins Ohr gesetzt, die Adventisten fressen ihre Kinder. Wenn ich das immer lese hier, muss ich sofort dran denken. Die fressen ihre Kinder. Genau das Gleiche wurde über Adventisten in der Wüste gesagt, bei den Animisten. Die fressen ihre Kinder. Und die Leute haben so eine Angst vor uns bekommen. Und als ich dort ankam mit meiner Familie 2015 und meine Söhne dabei hatte, die fallen natürlich sofort auf dort. Die haben noch nie weiße Kinder gesehen gehabt, bis 2015. Noch nie. Da, wo wir waren. Ich meine, irgendwo in der Nähe von der Stadt sicherlich mal irgend von der UN jemanden oder sonst was. Aber die kommen selten mit Kindern. Also weiße Menschen kennen die, aber Kinder haben sie noch nicht gesehen, weiße. Und das war natürlich der Hit, meine Söhne. Und da sind die ganz schön ins Grübeln gekommen, dass ich meine Kinder noch nicht gegessen habe. Und ich sage das verkürzt, die katholische Kirche, die hat sich was anderes einfallen lassen. Die haben gesagt, lief Evangelisation und dann kamen Leute, die kommen, die erleben nicht so viel, die sitzen unterm Baum, kennen Ziegen, Kamele, das Leben ist das Gleiche, die Männer sitzen jeden Tag unterm Baum und warten, bis es Abend wird. Und wenn da was los ist und da jemand spricht und der noch weiß ist, und oh, da kommen die Leute. Völlig egal, was du sagst, die kommen, sicher. Und wenn man noch singt und dann Sachen sagt, die sie noch nie gehört haben und sie verstehen, Gleichnisse mit ihnen macht und Object Lessons, boah, das ist für die wie ein Zirkus fast. Und die kamen, immer mehr kamen, Katholiken. Und dann hat der Priester gesagt, er war noch nicht mal ein richtiger Priester, wenn ihr dorthin geht, dann werdet ihr alle ausgeschlossen. Dann dürft ihr hier nicht mehr herkommen, dann gibt es keine Spenden mehr an Bohnen, Mais und so weiter und so fort. Was glaubt ihr, was passiert ist? Nächster Vortrag. Doppelt so viel. Hat er gesagt, alle, die jetzt das nächste Mal hingehen, werden sofort ausgeschlossen. Glaubt ihr, wie viel da waren? Die ganze Kirche. Der war nur noch dort gesessen mit seinem Diakon. Und ich mache es kurz. Ich komme immer noch nicht auf den Namen, wie die Gemeinde heißt. Ich kann euch ein Bild jetzt zeigen, wo alle so dastehen und winken. Euch winken, ich habe es jetzt hier nicht. Alle, bis auf den Priester, sind heute alle Adventisten. Die sind alle zur selben Zeit getauft worden. Die haben sich nach der Evangelisation alle entschieden, für Jesus, für den Sabbat, für die Wahrheit. Alles, was sie verstanden haben, haben sie angenommen, haben gemerkt, wie die Druck machen und wie wir anderer Geist da war, haben sich alle entscheiden lassen. Das ist heute eine komplette Gemeinde mit, weiß nicht, 120 Gliedern.
Unglaublich. Der Teufel lässt sich einiges anfangen. Oh, die fressen ihre Kinder. Muss ich immer dran denken. Die fressen ihre Kinder. Leute, was hier passiert, ist eine Lüge. Eine glatte Lüge. Genau, was im Garten Eden passiert ist. Zweifel hat Gott wirklich gesagt und jetzt kommt die Lüge. Und diese zwei Dinge sind tödlich. Die beiden. Sie sind beide schlimm. Aber beide zusammen sind ganz, ganz gefährlich. Aber es geht nicht weiter. Es geht hier weiter. Lesen wir mal weiter. Das Land, das wir durchzogen haben und es aufzukommen, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Was ist die Folge? Was passiert jetzt? Da hob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie. Und das Volk weinte in dieser Nacht. Und alle Kinder Israels murrten, ich bin in Vers 2, 14. Und alle Kinder Israels murrten, was passiert jetzt? Gegen Mose und Aaron. Was die Folge aus Zweifel und Lüge. Was passiert daraus? Rebellion gegen Leitung. Denkt daran, seid ihr noch dabei mit Typologie? Wer ist Mose hier? Er ist der typologische Jesus. Wenn wir verstehen wollen, wir haben vorher das alles gelesen, dass es ein Bild ist für die letzte Zeit, es ist aufgeschrieben für uns zur Ermahnung, auf die letzte und so weiter. Vergesst das nie, was wir alles für Schubladen geöffnet haben. Und jetzt steht hier, sie murrten gegen Mose. Wenn das für uns zur Ermahnung geschrieben ist, wissen wir, dass vor der Wiederkunft an der Grenze Kanaans, wenn Jesus uns hinführt und sagt, geht, dass es eine Rebellion geben wird gegen Jesus. Und zwar gegen das, was Jesus gesagt hat. Wir gehen darüber. Es ist möglich. Aber das ist viel komplexer noch in der jetzigen Zeit als damals in der Typologie. Wartet mal ab. Wir lesen weiter. Ich meine, keiner würde von uns wissentlich gegen Jesus rebellieren. Keiner würde das tun von uns. Der Stefan hat vorhin was Interessantes gesagt nebenbei mit dem Wort Mehrheit. Passt mal auf. Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in der Wüste sterben würden. Das hat Elia auch mal gesagt, als er nur noch auf sich konzentriert hatte, nur noch auf sich geschaut hat. Ich bin der Einzige, der für dich noch geeifert hat. Ich bin der Einzige, der für dich eifert. Gott sagt, 7000 hast du übersehen, Elia, 7000 Leute. Und außerdem, was machst du denn hier am Berg Horeb? Was hast du hier zu suchen? Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Antitypisch. Die Widerstände auf dem Weg zum Himmel sind zu groß. Wir können das nicht einnehmen. Die Überwindung ist nicht möglich. Versteht ihr, um was es hier für ein Thema geht? Es geht um das Thema Überwindung. Überwindung von Heidentum, Überwindung von Widerständen, Überwindung von Sünde. Nein, das geht nicht. Ist zu groß, geht nicht. Wir können nicht überwinden. Lass uns wieder zurück in die Knechtschaft gehen. Das ist viel besser. Versteht ihr, um was es antitypologisch geht? Es geht darum, die Frage, die unterschiedliche Meinung, die dazu führt zu diesem, dass manche sagen, ey, das geht, lasst uns vorwärts gehen, wir können überwinden, wir können das Heidentum überwinden, wir können Sünde überwinden, wir können unsere eigenen Fehler überwinden, wir können unseren Charakter überwinden, wir können überwinden, weil Gott es gesagt hat. Die anderen sagen, es geht nicht, man kann nicht überwinden, man kann nicht in das neue Jerusalem, in den Himmel einfach reinmarschieren mit Überwindung, die Probleme sind zu groß, keiner kann die Sünde überwinden. Wir sind alle Sünder, wir können nicht die Sünde überwinden. Das ist, was hier auf dem Spiel steht.
antitypisch. Unterschiedliche Sichtweise darüber, ob das Land einzunehmen ist und ob Gottes Verheißungen wahr sind oder ob Gott lügt. Wenn er sagt, geht vorwärts. Oder jetzt in Bibeltexten ausgedrückt, Philipper 4, Vers 13. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Alles? Wir singen das. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Alles vermag ich durch Jesus Christus. Er ist uns Wahrheit und Leben. Er ist uns Licht. Und dann gehen die Strophen weiter. Glauben wir das oder singen wir das nur? Alles vermag ich. Kann man die Riesen überwinden? Kann man die Widerstände überwinden? Kann man den Charakter überwinden? Kann man seine negativen Dinge überwinden, die ich vielleicht ererbt bekommen habe von meinen Eltern? Kann ich überwinden die Sünde? Kann ich das auf dem Weg nach Kanaan? Das ist die Frage, die hier auf dem Spiel steht. Und von 10 Leuten macht 100%. Wie viel Prozent haben gesagt, es geht nicht? 80% haben gesagt, es geht nicht. Das ist die absolute Mehrheit. In einem Ausschuss wäre das die absolute Mehrheit. Es wäre nicht einstimmig, aber es wäre die absolute Mehrheit. Was passiert in Ausschüssen mit 80% für und 80 dagegen oder 80 dagegen und 80 und 20 für? Was passiert? Man entscheidet sich nach der Mehrheit. Natürlich, ich verkürze das jetzt ein bisschen, natürlich spielt die Bibel eine Rolle, hoffentlich der Geist der Weissagung, wenn es bei Gemeindeausschüssen geht. Aber in der Regel handeln wir nach der repräsentativen Demokratie, so heißt unser Führungssystem. Das ist Gott gegeben. Das ist nichts Böses. Repräsentative Demokratie, wie wir angeordnet sind von Generalkonferenz, diese Verteilung der Verwaltung, der Gemeinden, das ist ein gottgegebenes System. Aber du kannst alles, was Gott gegeben hat, benutzen. Du kannst die Bibel nehmen und wenn es dir drauf ankommt, kannst du mit der Bibel, mit diesem Buch Menschen in den Ruin treiben. Ja oder nein? Ich brauche sie nur missbrauchen. Ich zitiere nur die Hälfte, ich lasse Teile weg oder was auch immer. Wie Satan das macht, bei Jesus. Denn es steht geschrieben. Als er gemerkt hat, oh, der antwortet mit der Bibel, dann hat er gesagt, es steht geschrieben. Er zitiert Psalm 91, er wird deinen Fuß nicht an den Stein stoßen lassen. Was zitiert ihr? Psalm 91. Aber er lässt den nächsten Vers weg. Da steht, und er wird auf den Kopf von Drachen treten und Schlangen. Das lässt der Satan weg. Versteht ihr? 80% hier sagen, es ist unmöglich. Lasst uns zurückgehen in die Knechtschaft der Sünde. Ihr dürft es nicht nur historisch das sehen, das Ereignis. Die Bibel und der Geist der Weissagung sagen, es ist das Lehrbuch für die letzte Generation, um vorzubereitet zu sein, was auf uns zukommt. Und das wiederholt sich 1:1. Das heißt, die Mehrheit sagt, wir bleiben in der Knechtschaft, weil die Überwindung nicht möglich ist, der Probleme. Es ist zu groß, die Probleme, da reinzukommen ins Land. Das ist, was passiert vor unseren Augen in der Theologie. Wir haben immer mehr Leute, die sagen, es ist nicht möglich, die Sünde zu überwinden. Ist nicht möglich. Keiner ist sündenfrei, wir werden sünden, bis wieder Jesus wiederkommt. Das ist, was hier passiert. Geht nicht, sind Riesen, unmöglich. Wir sind in unseren Augen wie Grashüpfer, Heuschrecken. Übersetzt es mal antitypisch. Man schaut auf was? Auf seine Schwäche. Und daraus ziehe ich die Schlussfolgerung aufgrund meiner Schwäche und sage, guck mal, wir sind Grashüpfer. Wir sind theologisch Heuschrecken. Und übrigens, die anderen sehen uns auch so. Das ist, was hier passiert. Und genau das passiert jetzt. Es gibt unter uns Menschen, heute gibt es Menschen, es gibt sogar Theologen, die sagen, wir sind Heuschrecken. Theologisch gesehen. Ist nicht möglich, da reinzugehen. Obwohl Gott gesagt hat, es ist möglich. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Es ist möglich. Ellen White geht so weit, sie sagt, Gottes Gnade reicht aus, um alle ererbten oder anerzogenen Charakterschwächen zu überwinden. Selbst wenn sie vererbt sind und ich gar nichts dafür kann. Ich komme auf der Welt mit einer genetischen Disposition. Sagen wir mal zur Homosexualität oder zu sonst irgendwas.
Oder zum Alkoholismus. Es ist medizinisch nachweisbar, dass heute Kinder mit einer Disposition zum Alkohol zur Welt kommen können, wenn sie Eltern hatten, die Alkoholiker waren. Muss nicht geschehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ein Kind genetisch diese Disposition mitbekommt und dann ganz einfach bei der erstbesten Gelegenheit zum Alkoholiker wird. Aber auch das kann überwunden werden, auch wenn es genetisch ist. Wisst ihr warum? Weil wir einen Gott haben, der größer ist als Gene. Der hat die Gene geschaffen. Ich weiß, als ich damals, ich will nicht von mir auf alle schließen, aber ich weiß noch, wie bei mir damals es war. Ich habe getrunken, ich habe geraucht, ich habe andere Dinge gemacht, die man hier besser nicht sagt. Und da waren Dinge drin, die waren Teil meiner Persönlichkeit. Und als ich mit Gott rang, auf meinen Knien, 1,5 Stunden lang, ich weiß noch wie heute, ich habe gerungen. Ich habe geheult, ich habe geschrien, ich habe mich abgeschlossen in meiner WG, es war niemand da, ich war ganz allein, ich habe mit Gott gerungen und als ich frei wurde auf meinen Knien, habe ich gemerkt, da gibt es jemanden, der ist stärker als meine Synapsen. Denn meine Synapsen haben mir gesagt, ich brauche Alkohol, ich brauche Zigaretten, ich brauche Spielen, ich war spielsüchtig. Meine Synapsen waren so koordiniert mittlerweile, physiologisch hier oben, dass ich das brauchte. Aber Gott ist größer als Biologie. Er ist größer als die Synapsen. Und er hat sie auseinandergetan und ich war frei nach dem Gebet. Ich weiß es von mir selber, dass Genetik oder, es war noch nicht mal Genetik, aber ich weiß von mir selber, dass selbst genetische Dispositionen bei Gott scheitern müssen, wenn jemand wirklich raus will. Was ist, wenn ich besessen bin? Das ist noch schlimmer als Genetik. Wie ist es mit dem Mann am See Genezareth gewesen? Wie viel Dämonen hatte der in sich? Was sagt der Dämon, als er fragt, sag deinen Namen, wer bist du? Was sagt er? Legion, denn wir sind viele. Jetzt müsst ihr schauen in Lateinisch, was Legion ist. 6.000. 6.000. Eine römische Legion waren 6.000 Soldaten. Der hatte, lass es 5 sein. Versteht ihr? Der hatte nicht einen Dämon. Der hatte 6.000 Dämonen in sich, der Mann. Wenn ich der Bibel glaube, was da steht. Und was ist passiert? Der konnte noch nicht mal sprechen. Der konnte noch nicht mal sagen, Herr, bitte hilf mir. Er konnte es nicht. Die Dämonen haben ihn das Dämon. Der konnte nicht mal mehr selber reden. Der konnte nur noch das reden, was die Dämonen wollten. Oh, mein Name ist Legion und so weiter. Ich weiß an der Jugendfreizeit, wo ein Jugendlicher, der da dabei war, wieder angefangen hat, beim Gottesdienst sich auf dem Boden zu wälzen, angefangen hat zu schreien und plötzlich in Frauenstimmen gesprochen hat. Und da ging nichts mehr. Da ging gar nichts mehr, auch nicht mitten im Gebet. Da mussten 6 Leute kommen, Prediger und Älteste, und gekniet und gebetet. 1 Stunde, 1,5 Stunden. Und dann plötzlich wurde der ruhig, der Schaum ging weg und der Junge, der ist heute frei. Der Mann konnte nicht mal sagen, hilf mir. Und er wurde frei, weil Jesus seine Augen gesehen hat und gesehen hat, der Mann will raus. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Aber da gibt es 80%, die Mehrheit, die absolute Mehrheit, rein rechnerisch, die sagt, es ist nicht möglich, es gibt Riesen, die können wir nicht überwinden, es ist unmöglich zu überwinden. Das ist, was hier antitypologisch geschieht. Und damit das Sahnehäubchen dann noch kommt, Satan lässt keinen Schritt aus. Wenn ihr seinen Fingerabdruck kennt, wie er Menschen zu Fall bringt, dann wisst ihr, da fehlt noch was. Was fehlt noch? Geht zurück an den Garten Eden, der Sündenfall. Was fehlt? Erster Schritt, hat Gott wirklich gesagt, Zweifel. Unser Schutz, unsere Antwort ist, Glaube, Vertrauen. Ja, Gott hat gesagt. Zweiter, Lüge. Gegenmittel dagegen, Wahrheit. Dritter Schritt im Garten Eden. Und das war der Rest. Das ist das absolut tödlichste Cocktail, diese 3 Punkte zusammen. Bitte? Du wirst so sein wie Gott und erkennen, was gut und böse ist. Sag mir ein Wort dafür, was das heißt. Ja?
Ja? Nein. Sich selber als Gott. Ihr werdet selbst entscheiden, was richtig und falsch ist. Wie nennt ihr das? Ihr selbst entscheidet, was richtig und falsch ist. Ihr werdet wie Gott sein. Ihr braucht nicht mehr jemanden, der euch sagt, das ist richtig, das ist falsch. Ihr werdet selbst entscheiden. Wie nennt man das? Gibt es einen Begriff dafür? Ja, dafür gibt es einen Fachbegriff. Autonomie, griechisches Wort. Nomos ist das Gesetz. Nomi, nomos, das Gesetz. Auto heißt selbst. Autonomie, ich werde selbst mein Gesetz. Das, was war in Eden, der letzte Tropfen zum Überlaufen bei der Eva. Hey, nach Zweifel, Destabilisierung, Lüge über Gott und über die Realität und jetzt kommt noch, hey, entscheide doch selber. Du bist dein Gesetz, entscheide du selber. Was ist übrigens das Antimittel dagegen, gegen Selbstentscheidung, gegen Autonomie? Was ist das Gegenmittel? Unterordnung. Richtig, Gehorsam, Unterordnung. Und jetzt haltet euch fest, was hier passiert. Lesen wir weiter. 3. Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und unsere Frauen, unsere Kinder zum Raub werden, habe ich schon gelesen. Ist es nicht besser für uns, dass wir wieder nach Ägypten in die Knechtschaft der Sünde gehen? Und sie sprachen zueinander, wir wollen uns selbst einen Anführer geben. Wer war der Anführer? Wer war der Anführer hier? Mose. Mose war ein Typus für Jesus. Am Ende der Zeit vor der Wiederkunft heißt das was? Wir wollen uns selber einen Jesus machen. Einen Jesus, der uns zurückführt in die Knechtschaft der Sünde. Wir brauchen einen Jesus, der uns in der Sünde lässt. Dann haben wir wieder das Fleisch von Ägypten, dann haben wir wieder, können wir unserer Lust frönen, dann können wir einfach wieder unverantwortlich die Knechte sein. Wir müssen nur tun, was man uns sagt. Wir müssen nicht mehr Verantwortung übernehmen für uns selbst. Das ist, was hier passiert und was am Ende der Zeit vor der Wiederkunft passieren wird. Ein neuer Jesus. Lasst uns einen Jesus über uns setzen, der das alles gut heißt, dass wir zurück in die Knechtschaft der Sünde gehen. Das ist, was hier passiert. Siehst du es? An allen Ecken, wo du durch die Bibel gehst, wirst du daran erinnert, was hier passiert. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und die Liebe wird erkalten. Und lasst uns wieder nach Ägypten zurückkehren. Und sie sprachen zueinander. Vers 4 habe ich auch schon gelesen. Vers 5. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israels. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Antitypisch? Antitypisch, helft mir. Was passiert hier gerade? Sie weinen über die Sünden, die geschehen. Sie zerreißen, sie trauern, sie zerreißen ihre Kleider. In Hesekiel Kapitel 8, merkt euch das. In Hesekiel Kapitel 9, als Sonnenanbetung im Tempel geschieht und noch andere Dinge, aber die Steigerung ist die Sonnenanbetung, die absolut, wo die Ältesten ihr Gesicht zur Sonne wenden und anbeten. Darauf geschieht die Sichtung. Hesekiel Kapitel 9 ist eine Prophezeiung für die Endzeit. Darauf geschieht die, nach der Sonnenanbetung unter den Christen, im eigenen Tempel, 2. Thessalonicher 2, er wird sich in den Tempel setzen und vorgeben, er sei Gott. Und er wird sich überheben über alles, was Gott und Gottesdienst heißt. Wir wissen, was davon gesprochen ist. Der Mensch der Bosheit, der Sünde, das Papsttum, der durch Gesetzesänderungen, er wird sich unterstehen, Zeiten und Gesetzen ändern. Daniel 7, 25. Wird er in den Tempel, in die Christenheit sich eininfiltrieren und wird durch das Sonntag, wird er die Christen dahin führen, dass sie einen neuen Gottesdienst, einen neuen Vater, eine neue Religion gründen. Dann heißt es in 2. Thessalonicher 2, da wird Jesus kommen, mit dem Hauch seines Mundes wird er ihn vernichten. Was hier passiert, antitypisch, ist enorm spannend, weil hier in Hesekiel Kapitel 9
Da wird die Sichtung aufgrund der Sonnenanbetung, kommt es zur Sichtung. Da sagt die Stimme Gottes, sagt zu einem Engel, er soll durch Jerusalem gehen und er soll ein Zeichen machen an der Stirn von jedem, der den Sabbat hält. Ein Zeichen machen von jedem, der den Sabbat hält. Stimmt das? Sondern? Was steht da? Das ist heftige Literatur, die sollten wir studieren jetzt. Und mach ein Zeichen an der Stirn von jedem, der über die Sünden in Jerusalem weint. Das ist, was ihr hier seht. Kaleb und Josua, die fangen an, über die Sünden zu weinen, zerreißen ihre Kleider. Und Mose und Aaron, die können es nicht fassen. Die werfen sich auf den Boden vor dem Heiligtum. Und die mussten wahrscheinlich gedacht haben, in den nächsten Sekunden reißt Gott die Erde auf. Und die verschwinden alle. Das ist nämlich schon mal passiert mit der Rotte Korah. Als die rebelliert haben, bumm, ging die Erde auf und die fielen alle ins Loch rein und waren weg. Bumm, zu, fertig. Und die haben wahrscheinlich gedacht, diese haben sich hingeschmissen, haben gebetet und haben wahrscheinlich gedacht, jetzt ist aus. Jetzt wird Gott sein Volk verzehren. Es waren immerhin 80% von den Kundschaftern. Und wie viel Prozent waren es vom Volk? Was steht in der Bibel? Leute, haltet euch fest. Alle. Alle. Bis auf Mose, Josua, Miriam, Aaron, Kaleb. Alle anderen haben sich angeschlossen und sagen, lass uns zurück nach Ägypten gehen. Leute, das ist mindestens so dramatisch wie die Sintflut, wo 8 Leute nur überleben. Habt ihr euch mal überlegt? Das war wie bei der Sintflut, absolut dramatisch. Die ganze Menschheit und hier das ganze Volk glaubt den Lügen. Das ist der satanische Fingerabdruck im Sündenfall, wie er dich davon hindern will, dass du nach Kanaan gehst. Schau nur auf deine Schwäche. Schau auf deine Schwäche. Ich bin wie eine Heuschrecke. Das geht gar nicht. Wie soll das funktionieren? Gott hat gesagt, so ist es. Es steht geschrieben. Zweifel, Lüge, Selbstbestimmung, Autonomie, tödliches Gemisch. Wehe der Gemeinde, wehe dem Christen, wehe dem Adventisten, der diese 3 Elemente in seinem Leben nicht lokalisiert und merkt, ups, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit Zweifel um? Ich begegne dem Zweifel mit Mut, Hoffnung, Vertrauen, Bestärkung. Mit Lüge gehe ich um, indem ich die Wahrheit sage. Und mit Autonomie begegne ich mit Unterordnung, mit Gehorsam. Und der Teufel wird vor uns fliehen. Aber das ist noch nicht alles. Der Hammer kommt jetzt erst. Jetzt kommt der Hammer. Und Josua und sie rissen ihre Kleider, Vers 7. Und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde und den Kindern Israels, das Land, das wir durchzogen haben, um auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Schon wieder wiederholt er genau die Worte, die Gott vorher gesagt hat. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Da sagte die ganze Gemeinde, dass man sie steinigen sollte. Was passiert hier? Denkt ihr immer noch mit, antitypisch? Was wird passieren, sagt uns diese Geschichte, in der Zeit? Und ich sichere mich ab, indem ich von Paulus gehört habe, ich habe es gelesen, der sagt, das ist alles niedergeschrieben für die, auf die das Ende gekommen ist. Ellen White sagt ganz klar im Geist der Weissagung, das ist ein Lehrbeispiel für uns, die letzte Generation. Das heißt, wir können hier mit großer Sicherheit sagen, was hier passiert, wird alles wieder passieren. Und wir sehen ja, es passiert antitypisch alles. Was bedeutet das? Dass plötzlich die ermutigen, die sagen, es ist möglich zu überwinden, es ist möglich, das Land einzunehmen und auf Gottes Wort zu vertrauen, nicht auf unsere Schwäche, auf unsere Grashüpfer zu schauen, auf uns zu schauen, wie schwach wir sind Sünder und wir werden Sünder bleiben und wir können nicht und wir, ach, wie sind wir schwach. Nein, diejenigen, die sagen, es ist möglich,
lasst uns vorangehen und die Verheißung Gottes wahrmachen. Lasst uns treu sein. Die werden, die sollen gesteinigt werden. Und wir leben in der Phase, wo sich das realisiert. Wo man Menschen zur Persona non grata macht, wenn sie das glauben oder predigen. Wir leben in einer Zeit, in der wir auf das hören, was 80% sagen, statt zu studieren, was die Schrift sagt darüber, über die Hindernisse zu Kanaan. Kann man die Hindernisse überwinden zu Kanaan? Nebenbei, ich habe das vielleicht vergessen zu sagen, was ist denn das größte Hindernis auf dem Weg nach Kanaan? Was war damals? Ihr denkt immer typisch, antitypisch, okay? Damals war das größte Hindernis nach Kanaan was? Die Riesen, die Kinder, die gefressen werden und es gar nicht stimmte. Was war das größte Hindernis damals? Sagt's ein Wort. Ein Wort, das ist schon ein Fragment davon. Das ist ein Fragment davon. Ein Wort. Ja, das ist ein Fragment davon. Ein Wort, aus dem das alles kommt. Ego, das war das Problem. Ich, Ego. Was ist das größte Hindernis auf dem Weg in den Himmel, himmlisches Kanaan? Ego. Das größte Problem. Versteht ihr? Das heißt, wenn ihr das jetzt runterbrecht alles, die Riesen, die Gerüchte, wenn ihr das alles runterkocht, in einen Punkt runterkocht, was ist der Punkt, wo die Leute sagen, wir können das nicht überwinden? Was sagen sie? Was können wir nicht überwinden? Was ist zu schwierig dort? Antitypisch spreche ich jetzt. Runtergebrochen. Was ist das größte Hindernis, was wir nicht überwinden können, sagen sie? Ja, sie selbst. In unseren Augen. Hört ihr das? In unseren Augen. Sie sprechen von ihrem Ego. Ihr Ego sagt, wir sind zu schwach. Deswegen ist das das größte Hindernis und das ist antitypisch. Unser Ich kann nicht überwunden werden. Geht nicht. Unser Ego ist wichtiger als alles andere. Als Gottes Verheißung, als die biblischen Aussagen, als der Geist der Weissagung. Wir haben eine Fülle von Zeugen, die sagen, wir können jedes Hindernis überwinden auf dem Weg zum Kanaan. Aber nein, es gibt eine neue Theologie. Und die neue Theologie ist eine alte Theologie, die ist 6000 Jahre alt. Nämlich Zweifel, Lüge, Autonomie. Du entscheidest selber, was möglich ist. Statt zu sagen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja, ich kann ja mal erkennen, dass ich schwach bin. Ist ja logisch. Aber die Schwachheit führt bei den Ungläubigen zurück nach Ägypten in die Knechtschaft. Bei den Gläubigen führt das Erkennen der Schwachheit wohin? In noch mehr Vertrauen auf Gott. In noch mehr Vertrauen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, sagt er zu Paulus. Ist das nicht schockierend, was hier niedergeschrieben ist für die letzte Generation? So wie Paulus sagt, das ist alles niedergeschrieben für uns, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Und wenn ihr Hebräer 3, wir haben die Zeit jetzt nicht, aber wenn ihr Hebräer 3 studiert und Hebräer 4, werdet ihr sehen, Paulus macht dieses typologische Spiel weiter, er fährt es fort. Könnt ihr lesen, er sagt, schlagt schnell auf, das lohnt sich, diese 2 Minuten. Schlagt schnell auf, Hebräer Kapitel 3. Hebräer Kapitel 3. Ab Vers 7. Sagt ganz schnell, ob ihr mit mir seid. Darum, wie der Heilige Geist spricht, innehalten. Merkt ihr es? Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Was steht hier? Was sagt der Geist der Gemeinde? Hört gut zu, was der Geist der Gemeinde sagt. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste. Wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach,
immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe eingehen. Habt Acht, Brüder, dass nicht in einem von euch böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr, jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung. Denn einige lehnten sich auf, als sie es hörten, aber nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren. Über wen war er über 40 Jahre lang zornig? War es nicht über die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in die Wüste fielen? Welchen schwor er aber, dass sie nicht zu seiner Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben? Was zu glauben? Was zu glauben? Dass Gott recht hat. Wenn Gott sagt, ich führe euch in das Land, ihr könnt jedes Hindernis überwinden, egal wie schwach ihr seid, denn es liegt nicht an eurer Schwäche oder Stärke, es liegt an mir, ob ihr mir glaubt. 2. Mose 14, 14 hat es ihnen gesagt, ganz klar am Anfang der Wüstenwanderung. Ihr sollt stille sein und ich werde für euch streiten. Das war die Lösung für die Riesen. Und wenn die doppelt so groß gewesen wären, als wie in den Augen, Gott hat gesagt, ich werde für euch kämpfen. Im Neuen Testament heißt es in Galater ganz einfach, runtergebrochen, was ich jetzt sage, antitypisch heißt, Christus in mir. Kolosser 1, 27, 25. Das Geheimnis Gottes, Christus in mir. Es ist doch völlig wurscht, wie schwach du bist. So völlig wurscht. Gott kann es machen, dass ich alles überwinde. Egal was es ist. Antrainiert, anerzogen, genetisch. Egal was es ist. Gott kann mich überwinden lassen. Egal was es ist. Und er will es auch. Und er wird es auch. Außer wir wollen nicht. Und deswegen heißt es hier, und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen ihres Unglaubens, wegen ihres Ungehorsams. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass nicht etwa bei jemandem von euch sich herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Was ist denn die Ruhe, für die das Kana nur der letztendliche Bild dafür ist? Was ist diese Ruhe? Ist es der Sabbat? Haben Sie die 40 Jahre den Sabbat gehabt? Ja. Sind sie zur Ruhe eingekommen, gegangen zu Gott? Nein, steht hier. Also, was ist diese Ruhe? Kapitel 4, Vers 9. Wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht von seinen Werken. Nicht mehr ich entscheide, was ich tue. Gott entscheidet, was ich tue. Und zwar montags, sonntags, mittwochs, dienstags, sabbats, sonntags, egal wann. Nachts, abends, im Bett, außerhalb vom Bett, egal wo du dich befindest. Wenn du sagst, Gott entscheidet, nicht ich, das ist die Ruhe. Dafür steht Kanaan. Es ist nicht die neue Erde, die Ruhe. Es ist der Zustand des Gläubigen, der aus Glauben lebt, aus Vertrauen und Gott gehorcht. Das ist die Ruhe. Was heißt Ruhe in Hebräisch, Aramäisch? Shalem, Shalom. Was heißt Shalem? Ganz, vollständig. Merkt ihr was? Der Gerechte wird aus Glauben leben, aber nur dann, wenn es gerade passt. Nur wenn ich in meinen Augen nicht wie eine Heuschrecke bin. Nein, der Gerechte wird immer aus Glauben leben. Das ist was hier. Das ist ein Krimi, was hier passiert. Antitypisch geschieht das jetzt gerade. Und Leute sollen gesteinigt werden, die das Volk ermutigen und sagen, lasst uns vorwärts gehen. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Die sollen gesteinigt werden.
Israel war nicht bereit für den Grenzüberschritt nach Kanaan, wegen der unterschiedlichen Sicht über Gottes Verheißungen. Leute, wir stehen an der Grenze zu Kanaan. Und das ist ernst, was ich meine das wirklich so. Wir stehen direkt an der Grenze. Wahrscheinlich, wenn Gott uns den Vorhang wegziehen würde und wir sehen würden, wie nah wir an der Wiederkunft sind, dann würden wir wahrscheinlich wir würden sofort Gebetsversammlungen ausrufen, wir würden jeden Tag zusammenkommen, in Hauskreisen, in den Gemeinden, wir würden nur noch suchen, wo wir uns zusammentreffen können und uns gegenseitig stärken würden, könnten. Das würde geschehen, glaubt mir's. Wir würden Priorität Nummer eins würden wir machen, Gott und sein Wille. Nicht mein Job und mein Ach und mein Garten und was auch immer alles. Oder mein Auto und mein Urlaub und weiß ich nicht was. Ist ja alles schön, ist ja alles gut, ist alles wichtig. Garten ist schön, Job ist schön, Bildung ist toll. Aber wenn Gott uns die Augen öffnen würde, wie nah wir, wie damals bei dem Gilead, als Gott ihm die Augen öffnet und er dann ums Lager sieht, was sieht er da? Er sieht, dass das ganze Heerlager umzingelt ist mit Engeln, mit einer Armee von Engeln. Plötzlich sieht er es. Manchmal wünschte ich mir, wir würden wirklich der Vorhang weggetan werden, dass wir sehen, wie nah wir an der Wiederkunft sind. Sind wir bereit, rüberzugehen? Keine rhetorische Frage, braucht jetzt nicht offen zu antworten. Denk bitte darüber nach, bin ich bereit? Als ich von Afrika zurückkam, lag ich 3 Wochen im Bett, war krank, hat es ziemlich erwischt. Ist mir wurscht, wie das hieß, ob es Corona oder sonst oder Grippe, oder das ist mir völlig wurscht. Ich habe mich kuriert und in der Zeit habe ich wieder viel nachgedacht und ich habe mir die Frage gestellt, bin ich bereit? Ist meine Familie bereit? Es gibt einen Text, ich möchte euch nicht entmutigen damit, aber ich möchte ihn euch vorlesen. Zeugnisse Band 8, 75. Es ist eine feierliche Erklärung, die ich der Gemeinde zu übermitteln habe, dass nicht einer von 20, deren Namen in den Gemeindebüchern eingetragen sind, bereit ist, seine irdische Geschichte abzuschließen. Nicht einer von 20. Ich glaube nicht, dass diese Zahl mathematisch gemeint ist. Exakt mathematisch 5%. Wobei es steht, nicht einer von 20. Das heißt, weniger als 5%. Wir haben uns auf die Schultern geklopft, dass 5 bei den 10 Jungfrauen, dass es wenigstens 50 kluge Jungfrauen sind. Hier steht, am Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben, am Ende des 19. Jahrhunderts steht geschrieben, ihr dürft mir gleich sagen, in welcher Phase der 7 Gemeinden das ist. Da steht, nicht einer von 20 ist bereit, seine irdische Geschichte abzuschließen. Welche Phase war das, als sie das schrieb? Zeugnisse Band 8, ich habe es jetzt nicht aufs Jahr genau, aber ich vermute, das war um die 1890er Jahre, kurz bevor sie nach Australien ging. Welche Phase der 7 Gemeinden ist das? Sagt mir es. Bitte? Nein? Es war Philadelphia. Nach 18, wobei, du hast nicht ganz unrecht, es war so gerade die Phase, wo es umbrach von Philadelphia auf Laodicea. Du hast recht. Denn das, was damals geschah bei der Generalkonferenz 1888, diese viel berühmte Generalkonferenz und so, keiner weiß, worum es da geht, aber trotzdem alle reden davon. Aber es ist interessant, dass gerade das die Umbruchsphase war. Wenn White sagt, Gott wollte was Großes tun in dieser Phase. Er wollte wiederkommen. Genau zu dieser Phase der Generalkonferenz wollte Jesus wiederkommen. Er konnte nicht wiederkommen, weil der Spätregen, die Gemeinde war nicht bereit für den Spätregen. Sie sagt sogar, die Gemeinde war so trocken geworden wie die Berge von Gilboa. Lasst uns mal darüber nachdenken. Wenn wir Gottesdienst feiern, worum es beim Gottesdienst geht.
Nicht einer von 20. Das hat mich, als ich das erste Mal gelesen habe, als ich mich vorbereitet habe für Genf, für eine Gebetswoche, da bin ich das erste Mal auf diesen Bibeltext gestoßen und da hat es mich geschaudert. Warum? Wenn das an der Grenze war von Philadelphia, die keinen Tadel hat, zu der Phase zu Laodicea, wo jetzt diese Übergangsphase ist, ich muss nachschauen, ich bitte nehmt mich nicht wortwörtlich, ich weiß nicht, in welchem Jahr dieses Zitat geschrieben wurde. Ich werde nachschauen, ich vermute nur, dass es in den 1890er Jahren war. Ich kann mich aber hier auch täuschen, das sage ich ganz bewusst dazu. Ich werde da nochmal nachschauen. Aber was glaubt ihr? Ist die Gemeinde seit dieser Zeit, wo sie damals lebte, in dieser Zeit, müsst ihr euch vorstellen, ohne Internet? Das knallt jetzt. Das musst du rausschneiden, sonst heißt dann, der Taubert hat während seiner Predigt gesagt, jetzt knallt es gleich. Ich kenne das schon. Ja, ich kenne das schon. Jetzt knallt es gleich. Das habe ich gesagt. Was denkt ihr? In der Phase der Kirchengeschichte, des Volkes Gottes, in einer Phase, wo es kein Internet, kein YouTube, keine Pornografie, Red Bull und den ganzen Schwachsinn gibt, in dieser Phase, sagt sie, nicht einer von 20. Was denkt ihr, ist es besser geworden oder schlechter? Was für eine Frage. Es gibt keinen schwierigeren Zustand, als in dem wir uns momentan befinden. Keinen schwierigeren. Versteht ihr, was ich sagen will? Selbst wenn diese Zahl nicht mathematisch genau gemeint ist, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, du bist nicht bereit. Versteht ihr? Ich glaube das nicht, dass das 1 zu 1 mathematisch gemeint ist. Aber es gibt eine Tendenz an. Nicht einer von 20 ist eine Tendenz. Das zeigt, es sind nicht die Hälfte. Es ist nicht ein Viertel. Und das ist... Und für die Jugendlichen genau das Gleiche. Zeugnisse Band 1, 504. Das heißt, sie hat das nicht nur an einem Jahr gesagt, sie hat das verteilt gesagt über ihren Dienst. Tut mir leid, das ist mein Versäumnis. Ich hätte nachschauen müssen, wann sie das gesagt hat. Mir wurde gezeigt, das ist meine Meinung, das ist mein Eindruck, das ist das, was ich denke. Was sagt sie? Mir wurde gezeigt. Das heißt, was sie jetzt sagt, ist göttlichen Ursprungs. Und sie sagt, mir wurde gezeigt, dass es nicht einen von 20 Jugendlichen gibt, der weiß, was Religion aus Erfahrung bedeutet. Das ist unser Problem. Kinder und Jugendliche von uns, die wissen alles, die haben so einen Kopf von adventistischer Lehre teilweise. Aber erleben sie das, leben sie darin. Das ist der Punkt. Wo ist das Problem? Ich habe mir vorgenommen, um 5 fertig zu sein, ich habe noch 10 Minuten. Es fehlt an der Vorbereitung. Ganz einfach. Das ist die Lösung. Das ist kein Damoklesschwert, das über mir schwingt und sagt, wir sind alle verloren. Nein, hier gibt es Hoffnung. Die Winde werden zurückgehalten. Wir können jetzt, was am Yom Kippur stattfand, 3. Mose 23, was da steht. Die Leute bekamen frei von ihrer Arbeit, sie sollten Prioritäten setzen, da ist keiner zur Arbeit gegangen, sie sind nach Hause gegangen und haben was getan? Steht wörtlich drin, wir können es lesen. Ein jeder sollte sein Herz untersuchen und schauen, wo es Dinge gibt, die nicht geklärt sind. Und dann steht, wer nicht fastete an diesem Tag, Yom Kippur, der sollte von seinem Volk ausgerottet werden. Steht wortwörtlich drin. Nun, da ist nicht mit gemeint, wer an dem Tag nicht gegessen hat oder nur Müsli gegessen hat oder nur Saft getrunken hat. Das steht da nicht. Da steht Fasten in Jesaja 58, steht, was ist wahres Fasten? Wer an diesem Tag nicht gefastet hat, das heißt, schaut euch das hebräische Wort an, es ist ganz spannend, was das meint. Es meint das Durchforschen des eigenen Herzens. Wer das nicht getan hat zu dieser Zeit, wurde aus dem Volk Gottes ausgerottet. Denn dann ging der Hohepriester ins Allerheiligste, hat seine Sünden mitgenommen, dort vom Allerheiligsten, ist rausgegangen zu dem Asasel und hat die ganzen Sünden zurückgeworfen
auf den Urheber der Sünde. Und diejenigen, die das nicht durchforscht haben, die sagten, es ist alles in Ordnung. Wir bedürfen nichts. Kennt ihr das? Woher kommt das? Wir bedürfen nichts. Wir sind satt, wir sind reich, wir brauchen nichts. Es ist alles in Ordnung. Es ist ein katastrophaler Zustand und wir sind wie hypnotisiert. Wir lesen das in der Bibel und wir fahren Jahr für Jahr so weiter fort und setzen keine Prioritäten. Was denkt ihr? Möchten alle ins Himmelreich von den Gläubigen? Ja. Lest mal mit mir Lukas 13, ich habe eine Frage an euch, ob ihr das mir erklären könnt. Lukas 13, 24. Ringt darum, ich lese hier nach Luther, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten. In anderen Übersetzungen steht suchen, wie sie hineinkommen, sie werden es nicht können. Da steht nicht alle, da steht viele. Ich würde sagen, die meisten. Suchen danach, wie kommen sie da rein in diese Pforte? Und sie werden nicht reinkommen durch die enge Pforte. Ich habe eine Frage. Was ist hier los? Warum kommen die nicht durch? Warum kommen die nicht durch? Der Text gibt selber immer die Antwort. Ihr müsst nur in den Text schauen. Da ist ein Verb drin. Habt ihr es gefunden? Richtig. Ringen. Im Englischen steht dort, ich weiß nicht, ob ihr mit Englisch gut könnt, da steht strive. Wisst ihr, was strive heißt? Gut. Strive heißt, es ist eine Bemühung, eine Anstrengung, fast schon in Richtung Kampf. Es ist eine anstrengende Effort, wie sagt man, Bemühung. Es ist nicht einfach, okay, ich versuch's. Und da denke ich an Jakob, der rang. Und womit hat er gerungen? Nee, ja und nein. Mit wem hat er gekämpft? Ja. Und doch nicht. Er hat, das ist unglaublich, was da passiert. Das, im Deutschen kommt es nicht so durch. In der Nacht kommt Jesus zu ihm und er sagt, in der Luther ist es so übersetzt, er sagt, lass mich gehen. Lass mich gehen. Ich habe gedacht, ich sehe meinen Augen nicht. Ich hatte einen Lehrer, der fließend Hebräisch sprach, Dr. Winandi. Ich glaube, er ist gestorben schon. Er war früher mal Prediger in Jerusalem und er hat in Hebräisch hat er seine Dissertation gemacht über eine bestimmte Sache. Der Mann war einfach fit. Und er hat uns das gezeigt, aus der Literatur, was da steht. Es ist in Israel die Scheidungsformel zwischen zwei Ehepartnern gewesen. Lass mich gehen. Ich gehe nicht von mir aus. Schick mich weg. Das war eigentlich das, wenn zwei sich geschieden haben, war das die offizielle Scheidungsformel. Bei uns steht nur, lass mich gehen. Aber das war die offizielle Scheidungsformel. Das heißt, wir sind am Ende. Wir gehen auseinander. Und dann hat plötzlich der Jakob verstanden, es ist ernst. Es ist Trennung. Mit Gott, echte Trennung. Für immer. Unauflösliche Trennung für immer, das ist kein Spaß. Jesus verabschiedet sich von mir. Schon mal überlegt, was für ein furchtbarer Moment das sein muss für Jakob? Dass Gott zu ihm sagt, schick mich weg, wir sind getrennt. Jetzt versteht ihr, warum der nicht mehr loslässt. Der hängt sich dran, es ist ihm völlig egal, ob seine Hüfte zerschmettert, es ist ihm alles egal. Nur nicht loslassen.
Bloß nicht loslassen. Das ist genau die Erfahrung, von der gesagt wird, dass wir sie erleben werden. Das ist das Ringen. Viele werden versuchen, reinzukommen in dieses enge Pforte, aber sie werden es nicht können. Wie sie hineinkommen, wie kommt man durch die enge Pforte? An der Pforte bestechen, der dort steht, wie kommt man da rein? Was hat Jakob gemacht? Was starb in dieser Nacht bei Jakob? Sein Ich. Das ist der bildhaft ist es das Bücken. Enge, deswegen sagt die Bibel durch den Geist Gottes, enge Pforte. An einer engen Pforte passt nur noch du selbst durch, niemand anders mehr. Nichts anderes passt da mehr durch, auch kein aufgeblähtes Ego. Das passt da nicht durch. Deswegen, sie werden versuchen, wie sie hineinkommen. Und es wird nicht gehen, weil das Ego kannst du nicht in einem Tag verändern. Das Ego ist eine Charakterveränderung, die alles erfordert. Das ist der Grund, warum sie nicht reinkommen. Nicht, weil Gott ungerecht ist oder weil er nicht will, dass sie durchgehen. Es geht nicht. Es gibt keinen Platz im Himmel für ein Ego. Für dich ja, für mich ja, aber nicht fürs Ego. Es gibt keinen Platz im Himmel für Ego. Das muss hier bleiben. Das muss verbrennen. Das Ego muss, na vorsichtig, nicht, dass der hat sich zum Katholizismus konvertiert. Es muss nicht verbrennen, vergesst das wieder. Das Ego muss hier bleiben. Das bleibt zurück auf dieser Erde. Und alle, die dieses Ego nicht loslassen wollen, die das Ego mehr lieben als Gottes Wort und sein und ihm zu vertrauen, werden auch auf dieser Erde bleiben. Das ist das Traurige. Das ist der Grund, warum viele versuchen reinzukommen, aber sie können nicht. Weil das Ego mit durch soll. Es soll mit durch das Loch. Komm, lass es mit. Wir machen uns einen Jesus, der uns zurückführt in die Knechtschaft. An der Kanaansgrenze. Wir suchen uns einen Anführer, der uns zurückführt in die Knechtschaft und uns sein lässt, wie wir sind. Denn wir sind ja alle schwach und keiner ist wirklich und so weiter. 2 Minuten. Was brauchen wir? Was würde ich dir vorschlagen? Was ist eine Lösung? Was ist das Dringendste, was wir jetzt brauchen? Das Allerdringendste. Bitte? So ist es. Genau auf den Punkt gebracht. Hört mal, ihr kennt es ja, aber ihr kennt nur einen Teil des Zitats. Ich lese das Ganze. Zeugnisse Band 1, 469. Eine Erweckung wahrer Frömmigkeit ist unter uns. Es steht im Deutschen Belebung. Aber eine Belebung oder Erweckung bedeutet das Gleiche. Nämlich, dass jemand vorher tot ist. Die Bibel definiert, ich habe das nicht, das wäre eine eigene Predigt jetzt. Was ist die Definition von Tod in der Bibel? Steht ganz deutlich. Es steht drin, was das bedeutet, wann jemand tot ist. Wenn er in der Sünde lebt und auch darin leben will und weiterlebt. Diese zu suchen sollte unsere erste Aufgabe sein. Wir müssen uns ernsthaft bemühen, strive, ringen. Steht wörtlich hier, wir müssen uns ernsthaft bemühen. Oh, Taubert, jetzt kommst du wieder mit dem belastenden Evangelium, dass man sich bemühen muss. Ich kann nichts dafür, dass das hier steht. Es ist inspiriert, das bin ich. Den Segen des Herrn zu erlangen. Aber Moment, ich habe ein ganz anderes Gottesbild. Das ist doch das, was Gott gern geben will, den Segen. Einfach rauf auf uns schütten, den Segen. Tonnenweise über uns Segen schütten. Ist das nicht unser Gottesbild? Oh, da kommt das unser Gottesbild ins Schwanken, wenn hier steht, wir müssen uns ernsthaft bemühen, den Segen des Herrn zu erlangen. Nicht, weil Gott nicht bereit ist, uns seinen Segen zu geben, sondern weil wir nicht vorbereitet sind, ihn zu empfangen. Das Ringen ist gegen mein Ego. Gott kann nicht das Ego segnen. Er würde uns in den sicheren Tod schicken, wenn er uns den ganzen Segen gibt, während wir aufgebläht sind und wir machen, was wir wollen. Und wir nicht aus Glauben leben, sondern manchmal tun, was Gott will und manchmal entscheiden wir uns, es so zu tun, wie wir wollen. Wie kann Gott das segnen? Er wird uns in den sicheren Tod, er wird ein Komplize sein von mir. Der Satan wartet nur darauf, dass er dem Gott sagen kann, schau mal, du hast ihn mit in den Tod geschickt.
Nein, er kann uns erst segnen, wenn wir vorbereitet sind. So wie der Same erst aufgenommen werden kann vom Acker, wenn der Acker aufgebrochen ist. Hosea Kapitel 2 übrigens. Lasst uns ein neues pflügen. Schaut mal, was da steht. Der Acker muss erst aufgerissen werden. Dann der Same rein, nicht den Samen obendrauf. Wo war ich? Unser himmlischer Vater ist bereiter, denen seinen Heiligen Geist zu geben, die ihn darum bitten, als irdische Eltern bereit sind, ihren Kindern gute Gaben zu geben. Ich meine, ich brauche hier nichts sagen. Jeder, der Vater und Mutter ist, weiß, was da steht. Haben eure Töchter jemals darum gebeten, dass ihr ihnen Essen gebt, Frühstück, Abendessen und sagt, haben wir heute Frühstück? Kriegen wir heute Frühstück? Können wir heute Mittag essen? Dürfen wir in die Schule gehen? Ich meine, die müssen doch da nicht noch drum bitten um das Gute. Das kriegen sie von uns hinterhergeschmissen als Eltern, auch wenn sie das manchmal gar nicht merken. Das ist, was hier steht. Der Heilige Geist gibt Gott viel lieber, als wir unseren Kindern gute Gaben geben. Aber wir können ihn nicht empfangen, weil wir nicht vorbereitet sind. Das heißt, Geschwister, vorbereitet auf die Wiederkunft heißt vorbereitet auf den Heiligen Geist. Die Wiederkunft bringt uns überhaupt nichts, wenn wir nicht vorbereitet sind auf den Spätregen. Das ist die Vorbereitung. Wie empfange ich den? Hört mal. Ausgewählte Botschaften, Band 123. Es ist unsere Aufgabe, durch Sündenbekenntnis, Demut, Reue, ernstes Gebet, die Bedingungen zu erfüllen, unter denen Gott versprochen hat, seinen Segen zu gewähren. Eine Erweckung kann nur in Antwort auf das Gebet darum erwartet werden. Boing. Was steht da? Es ist nicht Gott. Das bin ich. Sind wir als Gemeinde, die nicht bereit sind für die Wiederkunft. Nicht, weil wir nicht über die Wiederkunft predigen. Nicht, weil wir nicht seit 160 Jahren darauf warten, dass Jesus wiederkommt als Adventisten. Sondern weil wir nicht vorbereitet sind auf den Spätregen. Und wir andere Vorstellungen haben, was Spätregen bedeutet. Der kommt einfach, erfrischt uns und macht uns plötzlich zu neuen Menschen. Steht da nirgends. Da steht, Gott gibt den Frühregen und Spätregen zu seiner Zeit. Der Spätregen, wo nicht der Frühregen sein Werk getan hat, macht gar nichts außer das wegzuschwemmen. Bedingungen. Allein dieses Wort treibt uns den kalten Schweiß in den Nacken. Das Wort Bedingung. Wie wagst du es in Bezug auf Erlösung, das Wort Bedingung zu sagen? Gott ist für uns alle gestorben. Er hat uns alle gerecht gesprochen. Ja, aber nur, wenn wir es annehmen. Nur, wenn wir es zulassen. Wir alle müssen und sollten jetzt Gott und seinen Willen suchen. Und keiner wird von uns die Prüfung, ich betone das, ihr könnt mich zitieren, keiner von uns wird die Prüfung, die uns bevorsteht, bestehen, wenn es nicht vorher eine echte, gottgeführte, nicht menschengeführte Erweckung und Reformation bei uns gibt. Und da muss sich jeder jetzt an die Nase packen. Da kann keiner auf den anderen zeigen. Das ist alles Ablenkungsmanöver, was hier gerade passiert, damit wir bloß nicht zum Denken kommen. Egal, ob es um Gerechtigkeit für Schwarze geht, Gerechtigkeit für Frauen, Gerechtigkeit für Schwule, Gerechtigkeit für Immigranten, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. Und wir schreien und machen und Fäuste und dies und das und wir merken nicht, das ist eine Ablenkung davon, von der Ungerechtigkeit, die in meinem Herzen wohnt und die nicht vollständig ausgeradiert ist. Alles Ablenkung. Denn das ist ein psychologisches Moment. Das funktioniert auch bei Autofahrern. Ich habe mal eine Sendung darüber gehört, warum gaffen die Leute so, wenn Unfälle auf der Autobahn sind? Warum? Ich meine, das langt doch, wenn ich sehe, oh, da ist ein Unfall. Manchmal betet man noch für die Leute, das haben wir früher mit den Kindern gemacht, wenn wir einen Krankenwagen gehört haben, da haben wir für die Leute gebetet. Das ist doch schon schlimm genug und dann fahre ich weiter. Ich meine, was? Aber warum gaffen die und gucken, ob sie einen Toten sehen? Warum? Da habe ich im Radio mal eine Sendung drüber gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und dieser Psychologe hat gesagt, der Grund liegt darin, dass die Menschen dadurch, dass sie Dinge sehen, von denen sie sehen, es hat nicht mich erwischt, sich ihre Kraft holen und wissen, es ist schrecklich, aber Gott sei Dank hat es nicht mich erwischt. Sagte so ähnlich der Psychologe. Ich weiß nicht, wie weit, aber da hört sich was, ich höre da was raus, wo was dran ist.
Ich möchte das füllen, was ich gesagt habe. Oh. Zeugnis 7. Ich habe gerade eine These aufgestellt, keiner wird den Test bestehen, die Prüfung bestehen, wenn es nicht eine echte Erweckung gibt. Ich habe das nicht erfunden. Ich lese hier Seite 284, Zeugnisse 7. Der Herr wird nicht einen, nicht einer von 20. Jetzt schaut mal, wie es runtergeht, die Prozentzahl. Nicht einen in die Wohnungen einlassen, die er für die Rechtschaffenen vorbereitet hat, der sich selbst genug ist. Wo ist das Problem? Was ist die enge Pforte? Hat Gott es so eng gemacht, damit er einige Leute draußen lassen kann? Was macht das unmöglich? Die Enge der Pforte? Warum ist die Pforte zu eng? Wegen meinem aufgeblasenen Ego. Nicht, weil die Tür so eng ist, weil ich so breit bin und nicht durchkomme durch die Tür. Er wird nicht einen in die Wohnung einlassen, die er für die Rechtschaffenen vorbereitet hat, die sich selbst genug sind. Mit anderen Worten, und ich fasse zusammen, Selbstgenügsamkeit, Ich-Zentriertheit, Egoismus verhindert echte Vorbereitung. Aber genau da sind wir als Laodicea. Das ist genau, wir sind jetzt genau im Kernbrennpunkt des Problems von Laodicea. Das passt schon alles. Geht schon gut. Mach dir keine Sorgen. Mach Gott nicht kleiner. Reduzier Gott nicht auf deine Schwachheit und so weiter und so fort. Leute, wir leben jetzt in der Zeit der dritten Tempelreinigung. Wisst ihr das? Es gab zwei in der Bibel. Die erste bei der Hochzeit zu Kanaan, die zweite kurz vor dem Ende seines Dienstes auf Erden vor der Kreuzigung. Gab es zwei Tempelreinigungen. Und jetzt ist die dritte. Und das bin ich. Meine Tempelreinigung. Christliches Leben heißt, zitiere, stetiges Vorwärtsschreiten. Was sagte die Stimme zu Michael Hinkson, der überlebt hat als Blinder? Das ist Hoffnung für eine blinde Gemeinde. Die Stimme sagte, fokussiere dich nicht auf das, was du nicht kontrollieren kannst. Fokussiere dich worauf? Dass du vorwärts gehst mit deinem Hund. Er hat es gemacht und hat überlebt. Als Blinder. Und das ist genau der Weg für Laodicea. Hier steht's: Christliches Leben heißt stetiges Vorwärtsschreiten. Durch Jesus Christus wird sein Volk gereinigt und geläutert werden. Aber erst, wenn sich sein Wesen vollständig in ihnen widerspiegelt, sind sie vollkommen und heilig und sind dann bereit für die Verwandlung. Von einem Christen wird Großes erwartet. Wir sind aufgefordert, uns von der Befleckung des Fleisches und des Geistes zu reinigen. Unsere Heiligung und unsere Heiligung in der Furcht Gottes zu vollenden. Und ihr Lieben, ich könnte das nachweisen. Dieses Zitat, was hier gesagt wird, ist unter Beschuss jetzt. Dieser Glaube, dass das Abschlusswerk hier jetzt geschehen kann, mit dir und mit mir, ist unter Beschuss. Wir reduzieren uns auf Heuschrecken, theologisch, sind wir aber nicht. Außer wir wollen es sein. Wenn wir Heuschrecken sein wollen, dann wird uns niemand daran hindern. Hüten wir uns davor, dieselbe Sünde zu begehen, wie die 8 Kundschafter damals an den Grenzen Kanaans. Hüten wir uns davor. Und sagt niemand hier, das kann mir nie passieren. Sagt das nicht. Ich habe auf meinem Weg der Ausbildung, im Studium und als Prediger, gibt es Menschen, die mich geprägt haben im Denken und heute nicht mehr da sind. Vor kurzem kriege ich einen Anruf, ich kann hier keine Namen sagen. Vor kurzem kriege ich einen Anruf, dass derjenige, dessen Trauzeuge ich war, der mich am stärksten beeinflusst hat, theologisch in meinen ersten Jahren nach meiner Taufe, einer der besten Prediger, den ich je kennengelernt habe, als junger Prediger, habe ich gehört, dass er gestorben ist. Er war so alt wie ich. Herz ist stehen geblieben. Was mich wundert. Aber das Traurige ist nicht, dass er gestorben ist. Das war jetzt vor ein paar Wochen.
Das Traurige ist, dass er schon seit 15 Jahren kein Adventist mehr war. Seine Ehe wurde geschieden, er wurde evangelisch, hat nochmal geheiratet und Kinder bekommen. Und das war einer der vollmächtigsten Prediger, die ich gekannt habe. Sag bloß nicht, mit mir kann das nie passieren. Das passiert genau dann mit uns, wenn wir glauben, wir sind sicher. Wenn wir nicht beten, wenn der Heilige Geist uns nicht erfüllt. Wenn Wald sagt, keiner ist nur eine Minute sicher von uns. Oh, der Taube, der predigt wieder Angst. Nein, ich predige keine Angst. Ich habe keine Angst vor meinem Heiland. Glaubt mir das. Ich freue mich auf meinen Heiland. Aber wir müssen endlich die Wahrheit sagen und endlich aufwachen. In unseren Gemeinden gibt es ein großes Problem weltweit. Und das ist, dass wir nicht vorbereitet sind für den Spätregen. Und es ist höchste Zeit. Und das will Gott machen durch Reinigung. Nächstes Mal, wenn ich irgendwann wiederkomme, so Gott will, dann werden wir studieren, was es letztendlich ist auf den einzelnen Schritten, wie Gott seine Gemeinde reinigt. Fakt ist, es geht nicht ohne Reinigung. Wie war die Frage am Anfang? Weiß es noch jemand in Sprüche 20, Vers 9? Was ist die Frage der Stunde, die Frage jetzt in unserer Zeit? Wer kann sagen, dass ein reines Herz hat? Wer kann sagen von sich, dass er von seiner Sünde gereinigt ist? Und wisst ihr, die Sünde ist nichts, was von außen da irgendwo galoppiert. Das sind alles nur Symptome. Zählt mir jede Sünde auf, die euch einfällt. Jede. Jede! Ich fordere euch raus, nennt mir jede Sünde. Von stofflichen Sünden bis zu nicht stofflichen Sünden. Nennt mir jede. Und das sind alles Symptome. Das sind alles Symptome. Die Krankheit sitzt tiefer. Die Krankheit sitzt in dem Ich. Dass ich Sünde liebe, dass ich mit der Sünde mich arrangiere und dass ich glaube, dass es einen Jesus gibt, der mich in der Sünde rettet. Eine Verheißung, mit der wir nach Hause gehen. Ein Versprechen, das Gott versprochen hat. Hesekiel 36, 25 bis 27. Habt ihr es? Hesekiel 36, 25 bis 27. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, sodass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Viermal in einem Satz. Habt ihr es gehört? Viermal in einem Satz das Wort reinigen. Wenn das nicht deutlich macht, worauf es Gott jetzt ankommt in unserem Leben. Es geht um Reinigung. Richtige, von innen her, nicht von außen. Schaff das aus deinem Weg, trenn dich von dem. Das sind äußerliche Maßnahmen, die durchaus seinen Sinn machen. Von absondern, denk daran. Von absondern, für absondern, von heute Morgen. Aber das ist nicht die Endlösung. Oh, das Wort Endlösung darf man ja gar nicht mehr sagen. Es ist nicht die letzte Lösung. Die letzte Lösung muss innen stattfinden. Und das ist eine Verheißung. Gott will mich reinigen. Und er kann es. Er vermag es. Ich nicht, aber er ja. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles das, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt. Was für ein Text. Der da überschwänglich geben kann. Über alles, was wir bitten können. There is no limit to the usefulness of one who is putting self aside and makes room of the working of the Holy Spirit. Es gibt keine Grenzen für die Brauchbarkeit dessen, der sein Ich beiseite nimmt und dem Heiligen Geist Raum gibt, zu wirken an uns. Es gibt keine Grenze, die Grenze setze ich. Die Grenze an Kanaan setze ich. Gott will nicht, dass ich da an der Grenze stehe. Er hat gesagt, geh vorwärts. Und Geschwister, jetzt ist Zeit, vorwärts zu gehen. Höchste Zeit. Wollen wir noch beten?
Vater, danke für diesen stillen Augenblick. Es sind viele Worte gerade in diesem Raum gemacht worden, in unsere Ohren gedrungen. Aber Herr, was nützt das alles, wenn wir deine Stimme nicht hören? Ich bitte dich, Herr, für all die Lieben hier, die wir jetzt versammelt sind zusammen im Studium und denen, die das hören, egal wo und wann, dass du uns hilfst, dass wir uns so sehen, wie du uns siehst, dass wir uns nichts vormachen, dass wir uns nicht bügeln und so sehen, wie wir uns gerne sehen wollen oder so, wie andere uns gerne sehen wollen, sondern dass wir die Kraft und den Mut haben, uns dem zu stellen, was der Geist der Gemeinde sagt. Danke für den Brief, den du hast geschrieben an uns in der Gemeinde in Laodicea. Danke, dass du uns so sehr lieb hast. Du sagst, wen ich liebe, den züchtige ich. Herr, manches tut uns manchmal weh, wenn wir hören, dass der Weg nach Kanaan kein Spaziergang wird. Wir wünschen uns das so sehr. Aber Herr, du möchtest nicht, dass wir uns täuschen, sondern der Realität ins Auge sehen, dass wir abnehmen müssen am Ego, so wie Johannes das gesagt hat. Er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Herr, auch wir müssen schleunig darüber nachdenken, welche Prioritäten wir setzen in unserem Leben. Beruf, Karriere und all die anderen Dinge, die man vielleicht erreichen will in diesem Leben. Ich erinnere mich an den Psalm von Asaf, wo er sagt, habe ich nur dich, dann frage ich nicht nach Himmel und nach Erde. Oh, wenn wir doch dasselbe sagen könnten. Herr, ich möchte dich bitten, dass du all die Worte, die wir studiert haben, die Texte, die Gedanken, dass du sie durch deinen Heiligen Geist filterst und das, was für uns entscheidend ist, wieder in Erinnerung bringst und daraus Frucht wachsen lässt für uns und unsere Kinder, unsere Familien, für die Gemeinden, auch für diese Gemeinde hier. Segne die Gemeinde. Lass sie wachsen, aber nicht nur zahlenmäßig, sondern auch im Herzen, im Geist. Öffne du jedem die Ohren dafür, was der Geist der Gemeinde sagt hier. Danke, dass du sprichst. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist und kein Götze, die Augen haben, aber nicht sehen können, die Ohren haben und nicht hören können und die Münder haben und nicht sprechen können. Du bist anders. Du bist lebendig und du möchtest nichts lieber, als uns das offenbaren, wie lebendig du bist. Hilf uns, dass wir das zulassen und dass wir nicht dich nach unserem Bilde gestalten, sondern dass du uns nach deinem Bilde gestaltest. Das ist unser Wunsch, das ist mein Wunsch, aber nicht nur für mich, Herr. Wir bitten jetzt ganz besonders für unsere Kinder. Denn jeder, der hier drin Vater und Mutter ist, weiß, wovon ich spreche. Wie der Satan versucht, unsere Kinder dahin zu führen, dass sie in dieser Welt bleiben wollen und nicht mit nach Kanaan. Dass sie zurück wollen nach Ägypten. Oh, bitte lass es nicht zu. Hilf uns, egal wie alt sie sind, klein und groß. Und schenk uns diesen Sieg als individuell, aber auch als Familien, als Gemeinden, dass wir einig und einmütig im Geist und in der Wahrheit vorwärts gehen und uns nicht darum kümmern, was wir nicht kontrollieren können, sondern dass wir uns darauf konzentrieren, vorwärts zu gehen. So wie du es gesagt hast, den Weg, der gerade geht, nicht zur Rechten und nicht zur Linken. Segne hier jetzt die Gemeinde, die hier sind, aber auch die heute nicht da waren. Und lass dein Licht leuchten hier in diesem Flecken auf dieser Erde, damit die Menschen hier um die Gemeinde herum sehen, dass du ein Volk hast hier auf dieser Erde. Danke für deine Segnungen. Wir legen alles in deine Hände, alles, was in der Zukunft kommen mag, was wir nicht kontrollieren können. Corona oder sonst was, wie es heißt. Wir wissen, du bist größer als all das. Und du hast es in deinem, auch wenn es oft nicht so aussieht, aber du hast alles in deinen Griff und in deinen Händen. Du führst die Geschichte und du lässt Dinge zu, so wie du es möchtest. Mach uns treu und stark und lass uns ja, Lichter sein, Vorbilder, damit du erkannt wirst in dieser Welt, wenn Menschen uns beobachten.
Herr, vergib uns, wo wir es in der Vergangenheit nicht getan haben. Sei es durch Leichtfertigkeit oder dadurch, dass wir es gar nicht gemerkt haben. Wo wir ein Bild von dir weitergegeben haben, das nicht dir entspricht. Vergib uns bitte. Und hilf uns, dass du uns reinigen kannst von aller Ungerechtigkeit und dass wir bereit sind, so wie wir gelesen haben, zu ringen. Zu ringen, einzugehen in die enge Pforte, so wie Jakob gerungen hat. Damit wir lernen, immer mehr oder immer weniger auf uns zu schauen. Und auf dich, der du unser Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Wir glauben das, was die Bibel sagt, dass das, was du beginnst, zum Ende führst, zum Ziel führst. Danke für diese Zusage, danke für dein Versprechen. Und wir loben dich und wir preisen dich dafür, für deine Liebe, für deine Güte, für deine Geduld mit uns und für deine Gaben, die du bereit bist, jedem zu geben, der sie möchte. Danke, Herr Jesus, für deinen Geist. Amen.